Hier sind wir jetzt schon wieder einen wunderschönen. Oh, ich drücke die falschen Tasten jetzt die ganze Zeit. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Abend an euch allen. Ich hoffe, euch geht es allen richtig, richtig gut. Habt das Football-Wochenende genießen können ohne Ende, weil da war natürlich sehr, sehr viel los. Wir haben sehr viel zu besprechen. Ich glaube, die Memes werden wieder kommen für. Wie viele Tabs ich geöffnet habe bei unserem NFL-Recap. Wie gesagt, letzte Woche war ein bisschen was frei im College Football. Jetzt hat die Bowl-Saison natürlich angefangen. Wir fangen direkt an mit Bowl-Spielen. Was sind sie? Wie kommt man rein? Was gibt es für Preise für die Spiele? Wie ich jetzt letztes Mal auch ein bisschen so angewiesen habe. Und erklär dann einfach mal die Story, warum ich die Bowl-Spiele gut finde, obwohl jetzt auch das College Football Playoff weiterkommt und warum es einfach wichtig ist, College Bowl Games zu haben, weil es macht einfach nur Spaß. Dann haben wir ein absolut verrücktes NFL-Wochenende zu besprechen, wo einiges los war, sehr viele Spiele. Wir nähern uns, es war der vierte Advent natürlich und wir durften so viele krasse Spiele anschauen. Und jetzt haben wir eine Woche, knapp 5 Tage noch bis Heiligabend und 6 Tage, bis es hier in Amerika Weihnachten ist. Also ich wünsche euch allen, wie immer, frohe Weihnachten. Schöne Zeiten mit der Familie. Einfach einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr auch. Aber vor dem wir mit allem anfangen, ich begrüße euch alle. Tico, Benju, Berlin, Huntsville, Biggie, Cap, Red Bull, Annika, Laurenia, Jan, Mimo, Smokey, Ranger, Lukas, Wingcom, Benedikt, Denwin, Tico, Washi, Nali, guten Abend, Andy, Dansky, Jets, Spoonie, Dr. Gomez, Niklas, Flimas, Ballspiel, guten Abend, Toni Stark, guten Abend, Tim, einen wunderschönen guten Abend, Hajo, Dozilla, Janle, Toto, Toast Trooper und jeder Bromantiker und Bromantikerin, die gerade hier im Chat sind, im Stream, zum Anschauen und allem. Ich bedanke mich bei euch wie immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen Abend und wir fangen jetzt mit unserer Show an. Also, wie gesagt, die Bowl-Spiele haben jetzt angefangen. Wir haben heute ein Spiel zwischen Marshall und UConn im Myrtle Beach Bowl. Das ist in South Carolina im Brooks Stadium, wie ihr sehen könnt. Mein Kumpel spielt bei Marshall. Er hat leider zu viele Gehirnerschütterungen gekriegt. Er war Quarterback, darf jetzt nicht mehr spielen. Er war am Anfang der Starting Quarterback, hat mit Marshall die Überraschung des Jahres geschafft und Notre Dame geschlagen in Notre Dame. Und jetzt dürfen sie gegen UConn im Bowl-Spiel spielen. Und schauen wir mal, ob sie tatsächlich einen Bowl-Win jetzt holen können und damit die Saison mit 9-4 abzusolvieren. Es hat angefangen am Freitag, UTSA gegen Troy, ein Ranked-Game. Ich dachte, das wäre ein höher Scoring-Game. Also ich dachte, dass da mehr drin wäre, 2 richtig gute Teams. Troy in Alabama, UTSA in Texas, San Antonio. Und ich dachte, dass es ein Highscoring-Game wird, war dann einfach nur ein richtig enges Spiel. Gute Defensivleistungen, am Ende gewinnt Troy, gewinnt nochmal ein Bowl-Spiel. Ich glaube, das ist das 6. Bowl-Spiel, das sie in den letzten 10 Jahren gewonnen haben. Also Troy geht richtig durch und alles hat angefangen mit dem Bahamas Bowl, UAB gegen Miami, Ohio, gewinnt 24-20. Dann war ich in Vegas, ich bin leider nicht zum Spiel gegangen. Aber Oregon State schlägt Florida. Ich dachte, Florida als SEC-Team würde da reinkommen, bisschen die physische Dominanz zeigen und einfach ein Team wie Oregon State, das in der Pac-12 spielt, bisschen zu zeigen, hey, SEC ist nochmal größer, wir sind University of Florida. Aber Oregon State war in jeder Phase besser, hat das Spiel souverän gewonnen. Wie ihr sehen könnt, 6 Receptions, 99 Yards und ein Touchdown für den Offensive Play of the Game, Bolden. Oregon State, absolut top. Louisville schlägt Cincinnati, nachdem der Cincinnati Head Coach jetzt angekündigt hat, zu Wisconsin zu gehen.
im Battle in LA. Fresno State schlägt Washington State. Fresno State war das Team, das die Mountain West gewonnen hat gegen ein mittelmäßiges Pac-12-Team. Ich glaube, die könnten mal schauen, ob sie es ein bisschen anders machen, weil die letzten zwei Jahre waren es, die Sieger der Mountain West haben das mittelmäßige Team der Pac-12 immer geschlagen. Southern Miss gegen Rice, 38-24. Southern Miss gewinnt den Landing Tree Bowl. BYU gewinnt knapp 24-23 mit einem Two-Point-Conversion-Stop am Ende des Spiels. Und Boise State schlägt North Texas 35-32. Ein sehr High-Scoring-Game. Bisschen Trash-Talk und alles war noch da, aber Boise State war dann relativ weit vorne. Ich glaube, die waren 35-24 vorne im Fourth Quarter und da war es eigentlich schon vorbei. North Texas kam nicht mehr rein und Boise State souverän der Sieger des Frisco Bowls, wo ich in meinem Senior Year auch gespielt habe. Wir haben gegen Kent State gespielt und dann 45-42 verloren. Das war ein richtig knappes Spiel, aber, oder was war es? 41-irgendwas haben wir es verloren. 41-45 oder sowas. Aber ja, es war ein richtig krasses Spiel und dieses hat auch wieder Spaß gemacht. Diese kommende Woche noch San Jose State gegen Eastern Michigan morgen, Toledo Liberty, South Alabama gegen Western Kentucky. Der New Orleans Bowl ist richtig cool, der ist nämlich im, wie sagt man, wo die Saints spielen, also im Superdome. Das macht richtig viel Spaß. Der Potato Bowl mit San Jose State und Eastern Michigan. Jetzt haben sie den endlich vor Weihnachten gemacht. Der war in meinem ersten Jahr, wo ich geredshirtet habe, hatten wir den Potato Bowl am 29. Dezember. Es waren 15 Grad Fahrenheit, also minus 10 vielleicht, minus 10, minus 15 Grad Celsius. Schnee und allem und wir spielen gegen Akron und verlieren da. In meinem Redshirt-Jahr und seitdem habe ich jedes Jahr gehofft, nicht in diesen Idaho Potato Bowl gehen. Und ich zeige es euch mal das Bild schnell. Das ist die Trophäe. Die Trophäe vom Potato Bowl, wie ihr es sehen könnt. Hier ist der Sponsor natürlich, die Idaho Potatoes. Und hier ist die Trophäe, wenn ich es richtig zeigen kann. Die Trophäe ist... Oh, Mann. Die Trophäe war nämlich da... Mit richtigen Kartoffeln, also der Kartoffelbowl. Und am Ende zeigt man, ach, kann ich das hier zeigen? Wenn man gewinnt als Coach, anstatt eine Gatorade-Dusche, kriegst du eine Kartoffel, also Pommes-Dusche. Es ist sowas von unglaublich. Und hier ist die Trophäe nochmal, falls ihr die sehen könnt. Die Trophäe vom Potato Bowl. Absolut unglaublich, oder? Einfach Kartoffeln rein und das ist die Trophäe, dass ihr ein Spiel gewinnt. Eine Schüssel mit Kartoffeln, ja, da eine Schüssel mit Kartoffeln, das ist die Trophäe. Die Kartoffeln in Idaho sind natürlich, wo die meisten Kartoffeln gemacht werden, hier in der USA. Fun Fact, wir haben alles über Kartoffeln in meinem Freshman-Jahr dann kennengelernt, wegen diesem Bowl-Spiel, aber ich würde da nie wieder hingehen und muss einfach sagen, es ist witzig, aber schauen wir mal, ob das ein gutes Spiel wird, weil San Jose State und Eastern Michigan könnte auch wieder gut sein. Dann Air Force gegen Baylor wird richtig gut und am Freitag haben wir San Diego State oder Missouri Wake Forest, Houston Louisiana und Samstag San Diego State Middle Tennessee. Nächste Woche erst am Dienstag Utah State gegen Memphis. Das schauen wir vielleicht ein bisschen zusammen an, das könnte interessant werden. Aber das sind die Spiele in der nächsten Woche für Bowl-Spiele. Und jetzt schauen mich wahrscheinlich alle komisch an. Alle, die im College-Football im Format nicht so mit aufpassen, mit aufmerksam sind und nicht genau wissen, okay, ja, ich weiß, es gibt Conferences, aber was sind jetzt Bowl-Spiele? Bowl-Spiele sind am Ende der Saison. Nicht jedes Team kommt in die Playoffs. Momentan kommen nur 4 Teams in die Playoffs. Und Bowl-Spiele sind ein Lohn, dass du eine gute Saison hast. Das sieht man hier, dass es ein Spiel zwischen zwei verschiedenen Mannschaften sind, aus verschiedenen Conferences, die in einem neutralen Spielfeld, das heißt, ihr könnt wenn wir Utah State sind und wir dann gegen
Akron gespielt haben. Wir spielen dann in Boise, Idaho. Ja, wir sind zwar näher dran an Idaho als Akron, weil die aus Ohio sind, aber es ist ein neutrales Spielfeld. Hälfte des Stadions Utah State, Hälfte des Stadions Akron und damit spielt man das Spiel. Am Ende gibt es eine Trophäe und es heißt, dass der Champion dieser Trophäe dann auch ein Andenken kriegt, wie ich immer meinen Ring gezeigt habe und damit fängt es an. Wie kommt man in ein Bowl-Spiel? Ein Bowl-Spiel ist zwischen zwei Mannschaften, die mindestens Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben. Das heißt, man muss mindestens 6-6 stehen. Wenn man 6 Siege hat, ist man Bowl-qualifiziert. Weil es ja so viele Bowl-Spiele jetzt momentan gibt, gab es schon ein paar Mal, wo ein Team, das nur 5 Siege hatte und 7 Niederlagen, es in ein Bowl-Game geschafft hat, wegen ihren akademischen Quoten. Das heißt, dass sie akademisch sehr gut mitgemacht haben in der ganzen USA, Universität, Welt und allem. Und somit haben sie es mit 5 Niederlagen und 7 oder mit 5 Siegen und 7 Niederlagen reingeschafft. Jedes Jahr, es wird am Sonntag ausgewählt. Also wie kommt man dann in ein Bowl-Spiel? Man ist qualifiziert. Wie sagt man, wo geht man wohin? Jedes Bowl-Spiel hat schon vor der Saison angekündigt, welche Konferenzen eingeladen werden. Und es heißt nicht immer, dass das ausschlüssig ist und dass nur diese eine Conference eingeladen kann, weil manchmal gibt es so, eine Conference hat nicht genügend Teams, die Bowl-eligible sind und die müssen das dann von der anderen Conference rausziehen. Also normalerweise sagt man, hey, man hat Bowl-Spiele, man weiß genau, zum Beispiel im Rose Bowl, das ist in Pasadena, das ist einer der ältesten Bowl-Spiele, die es gibt, ist es immer der Sieger der Big 12, oder nee, Sieger der Big 10, nicht Big 12, das war dieses Jahr Michigan, und Sieger der Pac 12, und dieses Jahr war es Utah. Michigan steht aber im College Football Playoff, da haben sie das zweitbeste Team genommen im Big 10, das nicht in den Playoffs steht, weil Ohio State auch drin ist, haben sie gesagt, hey, wir nehmen Penn State und dann spielt Penn State, das drittbeste Team eigentlich in der Big 10, gegen den Sieger der Pac-12 und das ist Utah. Und so steht es dann fast immer fest, wer wo spielt. Man sagt, hey, die Playoffs haben auch hier Bowl-Spiele, die haben Fiesta Bowl, die haben alles. Es steht schon vor dem Jahr fest, welche von diesen zwei Bowl-Spielen dann zu den Playoffs kommen. Und dann gibt es eine National Championship nochmal obendrauf. Aber so wird es dann ausgewählt. Wer kommt in welche Konferenz rein oder in welches Bowl-Spiel rein, wird vorher ausgewählt. Und dann erst an einem Sonntag, nachdem alle Championship-Spiele vorbei sind, redet der Athletic Director direkt mit dem Bowl-President. Das heißt, der Sportdirektor redet dann mit dem Sportdirektor oder Organisierer des Bowl-Spiels, bestätigen es und sagen, hey, okay, hier gehen wir hin, perfekt, wir wurden eingeladen, hier gehen wir hin, oder man kann auch eingeladen werden und sagen, nein, wir gehen irgendwo anders hin. Und es ist schon ein paar Mal passiert, wo wir nicht genau wussten, welches Bowl-Spiel wir hatten, bis am Ende sonntags, also du hast das letzte Spiel der Saison am Samstag, wenn du in einem Titelspiel bist. Oder du bist einfach für eine ganze Woche lang frei, trainierst immer noch, machst Training, hast alles, bereitest dich auf das Bowl-Spiel vor und dann hockst du mit dem ganzen Team am Sonntag vor dem TV und schaust an, in welches Bowl-Spiel es gibt und es geht. Und hey, dann wirst du sehen, wo es mit deiner Family, mit deinem ganzen Team hingeht und es wird so ausgewählt, es macht manchmal Spaß, man weiß nie genau, wo man hingeht und es ist einfach, man versucht das Beste zu tun für die Schule, weil ich kann mich erinnern, das war in meinem Sophomore-Jahr, also meinem zweiten Jahr, wo ich gespielt habe, wo wir noch nicht wussten, in welches Bowl-Spiel wir gehen. Es hieß ein paar Mal, dass wir nach Dallas gehen, zu dem Bowl-Spiel, wo wir dieses Jahr drin sind, hieß es ein paar Mal so, aber dann war das abgelehnt und wir gingen dann zum Bowl-Spiel in Arizona, das Arizona Bowl gegen New Mexico State,
wegen auch Publicity, weil New Mexico State, ihr Nickname für die Schule sind die Aggies. Utah State, der Nickname, der Spitzname für die Schule sind die Aggies. Und so wird es dann ausgewählt, hey, wer kommt wohin, was wird das beste Bowl-Spiel sein, wie können wir die meisten Fans reinkriegen und allem. Und es wird dann so auserwählt. Wie viele Bowls gibt es? Es könnte jedes Jahr anders sein. Also ich glaube, jedes Jahr ist es dann, oder dieses Jahr sind es 41, letztes Jahr waren es 39, manchmal sind es 37, aber so ungefähr 36 bis 42 Bowl-Spiele gibt es. Weil wenn du ein Bowl-Spiel hast, musst du dir vorstellen, du bist jetzt eine kleinere Stadt wie Boise, Idaho mit dem Potato Bowl. Sag mal, nur weil das jetzt gerade in meinem Kopf ist. Du hast dann in einer ganzen Woche hast du zwei College-Football-Teams mit allen Coaches, mit allen den Mitarbeitern. Da hast du so ungefähr 300 bis 400 neue Personen drin. Alle Fans, alle Familien, die anreisen. Dann hast du ungefähr Minimum 20, Maximum 50.000 Fans, die nochmal mitreisen zu diesem College Bowl Game. Und für die Stadt ist das sehr gut, weil die brauchen ja nichts anderes organisieren, außer zu sagen, hey, hier ist das Bowl-Spiel, wir haben das Stadion schon, perfekt, wir machen das Committee, wer geht wohin, perfekt. Und dann heißt es, hey, wir kriegen Hotelmenschen rein, die werden irgendwo essen. Und für die Stadt ist es sehr gut. Also für mich ist es auch so gesehen, hey, vom Wirtschaftlichen, für die Stadt ist es sehr, sehr gut. Dann, wie gesagt, die New Year's Six Bowl sind die Rose Bowl, Fiesta Bowl, Sugar Bowl, Orange Bowl, Peach Bowl und Cotton Bowl. Und das sind die größten Bowl-Spiele, die es gibt. Diese sechs Bowl-Spiele, weil da immer die Conference Champions gegeneinander spielen. Jetzt haben sie es ja auch erweitert mit seit 2024. Ich glaube, da kommen wir noch rüber, oder? Da kommen wir noch rüber. Also hier Boise State als Champion haben wir genommen. Aber ich glaube, habe ich das mitgenommen? Ich glaube, hier habe ich das sogar mitgenommen irgendwo. Weil es wird dann in 24, also in zwei Jahren, bis zu 12 Teams geben, die in das College Football Playoff reinkommen. Das heißt, diese New Year's Six Bowl Games werden dann alle College Football Playoff Spiele. Das wird nochmal größer, weil wenn man sagt, hey, wir haben College Football Playoff Spiele überall und jedes große Spiel, man kann dann es schaffen, wenn man da im New Year's Six Bowl drin ist, dann auch in die College Football Playoffs reinzukommen. Boah, das wird dann nochmal ein größeres Ding. Schauen wir mal, was dann zu all den anderen Bowl-Spielen passiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass alle anderen Bowl-Spiele einfach mega sind für alle Studenten, alle Schüler, die dann mitspielen dürfen, die nicht zum Beispiel bei Alabama spielen oder Ohio State oder Georgia. Also jedes andere Team darf dann mit seiner Mannschaft eine Art Meisterschaft feiern und das macht am meisten Spaß. Bowl-Spiele, hey, man kriegt einen Haufen Geld. Jedes Team von der Conference kriegt 6 Millionen nochmal obendrauf. Zum Beispiel die Big Ten hat zwei Teams dieses Jahr. Das heißt, die kriegen 12 Millionen obendrauf. Und 4 Millionen für jedes Team, das nicht in einem, Playoff-Spiel drin ist. Das heißt, desto mehr Bowl-Teams man hat in der Conference, desto mehr Geld kommt rein, desto besser werden die Schulen und Universitäten, nicht nur für das Football- und Basketballprogramm, sondern auch für die ganze Schule. Neue Gebäude werden da, man kriegt ein bisschen Marketing und es macht einfach Spaß. Wie gesagt, hier sind die ganzen Bowl-Spiele, Fiesta Bowl, Rose Bowl, Sugar Bowl, Orange Bowl, Peach Bowl, Cotton Bowl, nochmal die New Year's Six, werden überall gespielt, aber im Kurzen, Bowl-Spiele, man wird eingeladen, man kann es annehmen, ablehnen, wo man spielen will. Man heißt aber, hey, wir müssen irgendwo ein Bowl-Spiel haben. Und
dort mitmachen zu können. Für die Schüler ist das das Beste, weil man kriegt eine Art Meisterschaft, die man Ende des Jahres spielen kann, die man als Belohnung zu einer guten Saison mitnehmen kann. Und man darf dann irgendwo exotisch oder nicht exotisch hinreisen und dort über eine Championship spielen, eine Woche mit deinen Kumpels irgendwo spielen zu dürfen, trainieren zu dürfen. Macht einfach mal sehr viel Spaß. Aber dann, weil es ja alles um genau die Zeit Weihnachten ist, gibt es natürlich auch Geschenke. Und letztes Jahr, ich habe das hier mitgenommen, hier haben sie die besten und schlimmsten Bowl-Game-Gifts. Man heißt Geschenke, die man für ein Bowl-Spiel kriegt. Eh nur Peanuts. Ja, das sind nur Peanuts-Flimmers, aber für die Schule, das nimmt man halt mit. Das ist am Ende einfach als Beste für die Schule mitzunehmen, dass man Publicity kriegt, nochmal Geld, Cash reinkriegt, um ein Bowl-Spiel zu spielen. Und so kann man ja auch sich aufbauen für die nächsten kommenden Jahre. Und dann für viele von den Top-Spielern, die sagen dann, warum soll ich nochmal ein Spiel spielen? Ich weiß jetzt schon, wo ich gedraftet werden kann. Ich sitze raus, dass ich keine Verletzungen irgendwie kriege. Aber dann gibt es auch andere, wie zum Beispiel Bryce Young, Will Anderson, die sagen, nee, hey, ich spiele dieses Jahr im Bowl-Spiel, weil ich einfach Football spielen will. Hey, für jeden geht es um irgendwas, man weiß nie genau, was der Grund zwischen dahinter ist, weil manchmal kann man sich verletzen im Bowl-Spiel und du gehst von einem 2-Runden-Draft-Pick zu einem 7-Runden-Draft-Pick. Man muss manchmal aufpassen. Aber schauen wir mal uns die Geschenke an. Letztes Jahr, der Nummer 1 Geschenk war im Valero Alamo Bowl. Man hat eine $490 Giftcard gekriegt, also einfach Kreditkarte. Ice Shaker Bottle, Mini Helmet und ein Teamfoto. Im PlayStation Fiesta Bowl letztes Jahr gab es eine PlayStation 5 und Spiele dazu. Dann hier im Liberty Bowl Bluetooth Speaker, eine Uhr, Rucksack, Sonnenbrillen, Schuhe, Sandalen und nochmal ein Football obendrauf. Im Cheez-It Bowl gab es eine $400 Amazon Giftcard, nochmal eine Uhr, einen Rucksack wieder und ein Football obendrauf. Und hier gab es nochmal die Bluetooth Headphones, $175 Giftcard, Stickers, Rucksack, Tag, Football und Merchandise. Das ist aber nur vom Bowl-Spiel organisiert. Die Schule kann dir dann auch nochmal, wie sagt man, Bowl-Gear geben, also alle T-Shirts, alle Hoodies. Ich kann das dann auch mal zeigen, was wir alles gekriegt haben, aber man kriegt so viel obendrauf und dann kriegt man obendrauf auch noch vom Bowl-Spiel, vom Sponsor, hier ist PlayStation Fiesta Bowl, natürlich eine PlayStation 5. Mega. Du gehst als Schüler hin, darfst jetzt zu irgendeinem Bowl-Spiel gehen, kriegst dafür Geschenke, die du für dich selber benutzen kannst, weil, sagen wir mal, du kriegst $400 für Amazon. Hey, du hast $400. Du kannst dir ein kleines Geschenk leisten, aber jetzt kannst du deiner Familie auch ein paar Geschenke für Weihnachten kaufen. Weil du kriegst die ja dann direkt, wenn du ankommst. Und dann kannst du, hey, Geschenke mit abgeben, deinem Kumpel was geben, deinen Eltern. Also es macht sehr viel Spaß als Schüler. Dann gibt es natürlich, hier sagen sie, das sind die schlimmsten, aber da steht hier Gift Suite. Okay? Gift Suite. Ich glaube, viele, die es nicht wissen und es noch nie gehört haben, die jetzt diese Artikel schreiben, die haben keine Ahnung, was eine Gift Suite ist. Eine Gift Suite ist nämlich hier eine Art Kalender, wo du alle Sachen anschauen kannst, bis $550 pro Person, also du kannst jetzt auch eine $550 Amazon Giftkarte einstecken, wenn es draufsteht auf diese Gift Suite. Du darfst dann in so eine Art Raum reingehen und da stehen alle Geschenke vor dir. Zum Beispiel im Frisco Bowl in meinem letzten Jahr, da war die VR, also diese Virtual Reality Oculus, einer der Geschenke, die man holen kann. Und man kriegt dann eine Art Punkte, das heißt, du kriegst 8 Punkte, sagen wir mal. Du kriegst 8 Punkte. Du schaust es an, hey, Oculus ist
7 Punkte wert. Und dann kannst du von diesen 7 Punkten eine Oculus nehmen und dann nochmal ein Geschenk von einem Punkt nehmen. Zum Beispiel, was ich gemacht habe, es gab sehr viel, ich habe das dann für meine Eltern immer mitgenommen, weil ich dachte, das ist ein gutes Geschenk. Ich habe meiner Mutter eine schöne Uhr genommen, meinem Vater auch so ein Käseboard und alles mitgenommen und ein paar Headphones und so. Und das habe ich dann immer mitgenommen und als Geschenk abgegeben, weil für mich war das immer so, hey, ich habe eigentlich schon alles gekriegt, ich bin fröhlich damit auf diese Gift Suite. Da war nichts Unglaubliches, das ich mitnehmen musste und ich habe das dann immer meinen Eltern oder meiner Freundin damals gegeben und ich habe das dann für die Geschenke so mitgenommen und gesagt, hey, das macht dann einfach Spaß, ich darf meinen Eltern ein kleines Geschenk geben. Aber Gift Suite sind normalerweise die besten Bowl Gifts, die man kriegen kann oder Bowl Geschenke, die man kriegen kann, weil nämlich man darf sich genau aussuchen, was man kriegt. Das heißt, hier kriegst du zum Beispiel einen Speaker, also einen Bluetooth Speaker oder Headphones. Die kannst du nicht umtauschen, du weißt, du kriegst Headphones, aber hier darfst du dir genau aussuchen, weil ich kannte viele, die dann auch gesagt haben, hey, wir nehmen eine Couch oder wir nehmen einen schönen Sessel. Was auch immer es da war, nimmt man mit. Jeder hat verschiedene Geschenke. Das ist nicht, als ob dein ganzes Team reingeht. Du kriegst die gleichen Geschenke und das war's. Nee, jedes Team oder jeder Mitspieler von dir hat andere Geschenke für andere Personen genommen. Du bist in einem riesigen Raum. Du kriegst so einen großen Zettel, darfst dann aufschreiben, was du willst. Machst deinen Namen drauf, gibt es dann am Ende an und somit hast du dann für 2 Stunden ungefähr Zeit zu sehen, was du abgeben willst, was du für wen holen willst. Da kannst du auch mal anrufen die Eltern und sagen, hey, wir haben hier ein T-Shirt oder ein Kleid, was ist deine Größe? Und das macht dann einfach Spaß. Und für mich die Gift Suites sind dann immer mega gewesen, weil am Ende des Jahres kriegst du eine kleine Belohnung für dich selber oder für die Familie. Du kriegst eine Meisterschaft vielleicht, du kriegst einen schönen fetten Ring, wenn du gewinnst. Und das macht dann am meisten Spaß für mich. Und wie ich es immer sage, jeder fragt mich, was ist dein bestes Erlebnis im ganzen College? Was war es? War es ein gutes Spiel, das du gespielt hast? War es einfach ein gutes Spiel, das dein Team gespielt hat? Für mich war es 2 Jahre nachdem wir 3-9 als Freshmen waren, diese gesamte Truppe, wir sind durch allem zusammengegangen, und haben es tatsächlich geschafft, unser Bowl-Spiel in New Mexico zu gewinnen. Wir haben Haus hoch gewonnen, also da war nichts angebrannt oder irgendwas. Wir haben von einem 3-9-Rekord uns umgebaut zu einem 11-2-Rekord. Wie man mich hier sehen kann, ich war beim Grinsen ohne Ende. Und falls ihr einen oder anderen jemanden erkennt, der zum Beispiel hier links unten ist, wer kann ihn erkennen, weil das war mein Quarterback im College, der jetzt auch Erstrunden Draftpick war, einer der besten Menschen überhaupt, die es gibt, mit denen ich auch sehr gut befreundet bin und einfach happy bin. Facecam ist eh weg, ach so, Facecam müsste ich schnell wegmachen, dass ihr mich nämlich hier schön erkennen könnt. Aber hier seht ihr natürlich unseren schönen Jordan Love, falls ihr ihn kennen könntet, der hier uns im Bowl-Spiel als Offensive MVP es geholt hat. Devin Tompkins hier, der ist genau unter meiner Kamera gerade, der spielt bei den Buccaneers. Aber sehr, sehr viel Talent, das auch innerhalb der NFL gespielt hat, das jetzt auch überall ist. Einfach unglaublich und das sind die besten Erinnerungen, die es einfach im ganzen Leben gibt, wenn man einfach weiß und sagen kann, hey, wir haben es als Team erreicht, eine Championship zu holen, wir dürfen miteinander feiern, eine gute Zeit haben und einfach, hey, das beste Erlebnis, das es gibt, mit 110 von deinen besten Kumpels einfach abzufeiern, macht richtig Spaß, aber genau deswegen finde ich, dass die Bowl Games wichtig sind, weil jedes College Football Team damit eine Chance hat, am Ende einfach zu feiern und es so mitnehmen. Waren dort nur so wenige Fans, das war nach dem Spiel, also das war jetzt schon
Eineinhalb Stunden nach dem Spiel, nachdem wir auch eh schon haushoch vorne waren, da waren, ich glaube, auf dieser Seite die North Texas Fans und dann auf der Seite, wo wir zuschauen, die Utah State Fans. Und ich glaube, da waren so 30.000 Leute da. Das Stadion hält 60.000, aber ich glaube, 30.000 oder so waren da. Aber das war ja natürlich sehr weit nach dem Spiel. Also, das war das Ende von College Bowl Spielen. Nächste Woche haben wir noch ein kleines Thema, das wir ein bisschen ansprechen wollen, mit College Football, das ich ja dann auch ein bisschen erklären will. Aber danach geht es um die College Football Playoffs und die National Championship. Das wird geil. Und dann ein bisschen um den Draft können wir natürlich auch reden. Und es macht einfach sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, so schaut es aus, wenn du mit deinen besten Kumpels nach einer richtig coolen Saison einen Titel holst. Es macht einfach Spaß und man kann einfach nur grinsen. Also, damit beenden wir College Football für heute. Nimm mal Luft, sagt 44. Ich glaube, ich musste auch ein bisschen atmen dort. Schreit mich nicht an, dass ich so viele Tabs offen habe, weil ich bespreche wie immer jedes Spiel in der NFL mit allem. Also ich versuche jedes Spiel anzuschauen, ich versuche jedes Spiel zu genießen, mit Fiebern und allem. Und dieses Wochenende haben wir natürlich einiges gesehen, das wir niemals gedacht haben zu sehen. Und Teams, die ausgeschaut haben, dass sie es niemals in die Playoffs schaffen, haben jetzt alles Mögliche, es in die Playoffs zu schaffen. Und mit einfach ihrem Job, den sie zu tun haben, könnten sie die Playoffs erreichen. Tommy, trinken. Ich habe gerade kein Wasser neben mir. Aber danke. Fangen wir mit den Raiders an? Nein, wir fangen mit den Spielen an, die hier hintereinander stehen. Und wir fangen mit dem Thursday Night Game an. Ich habe es letztes Mal gesagt. Ich habe es angesprochen und gesagt, 49ers, Seahawks, das könnte so ein 17-14 Spiel, ein 20-14 Spiel werden oder so. Ich glaube nicht, dass die offensiv übermächtig sind. Beide haben gute Defensive und Rookie Quarterback, man weiß nie, was rauskommt. Die 49ers gegen die Seahawks haben uns dann ein 21-13 Spiel gegeben. Ich war sehr knapp daneben und es hat Spaß gemacht. Die 49ers haben damit ihre Division gewonnen und stehen dann bei den Playoffs, sind reingekommen. Und Brock Purdy war natürlich wieder der Talk of the Town nach diesem Spiel, weil was er jetzt wieder hat, er ist erst der dritte Quarterback mit 4 Touchdowns, 0 Interception in 2 Starts seit 1950, es so zu tun. Jimmy Garoppolo ist ein Super Bowl Quarterback, hat einen gewonnen bei den Patriots, obwohl er nicht gespielt hat, hat die Niners auch zu einem Super Bowl gebracht und der andere ist ein Hall of Fame Quarterback, einer der besten, die es jemals gab, Aaron Rodgers. Ich glaube, Mr. Irrelevant Brock Purdy schaut jetzt ein bisschen aus wie ein Mr. Relevant, weil er hat jetzt 6 Passing Touchdowns in 93 Attempts, Bailey Zappi hat 5 in 92 und Kenny Pickett 4 in 294. Brock Purdy, wie er ausschaut, wie selbstbewusst er ausschaut, wie kontrolliert er es macht. Er zeigt einfach diese Art Bewusstheit, ist das ein richtiges Wort? Der kennt sein Playbook, der kennt genau den richtigen Read, er weiß, wen er involvieren muss. Er ist mehr als nur ein Game Manager, dem man immer sagt, das ist der Jimmy Garoppolo. Jeder sagt, okay, Jimmy Garoppolo ist der Game Manager, er muss das Spiel nicht verlieren, aber Trey Lance ist unser Typ. Jetzt kommt Brock Purdy rein und zeigt, dass er mehr als ein Game Manager ist. Und man fragt sich jetzt schon, ja, es sind nur 2 Spiele, aber man fragt sich jetzt schon, wow,
Kann er mehr schaffen als Jimmy Garoppolo? Die Offensive schaut nochmal krasser aus. Wie kann es für ihn weitergehen? Ist er jetzt die Zukunft für die 49ers? Man fragt sich schon nach zwei Starts und einem Spiel, wo er reingekommen ist, genau diese Fragen. Und die 49ers, wir wissen, die haben schon mehrere sehr gute Quarterbacks rausholen können, wie ein Steve Young, wie ein Joe Montana, wo man sagen muss, ja, die waren nicht die Spieler, die man erwartet hat, wie sie werden, aber die haben dann alles rausgekickt aus diesen Spielern. Und Brock Purdy schaut aus, als ob er die Selbstbewusstheit hat, dieses Ego auch, wo er sagt, hey, ich kann hier jedes Spiel gewinnen, und alles um ihn herum macht es natürlich nochmal einfacher für seinen Erfolg. Das heißt, hey, um ihn herum ist Christian McCaffrey als Running Back, Elijah Mitchell als Nummer 2 Running Back. Du kannst den Ball rennen. Du hast eine richtig gute Offensive Line. Ein Rookie, der unglaublich spielt auf der Offensive Line, über den keiner spricht. Auf der anderen hast du einen Hall of Fame Trent Williams. Du hast Offensive Line, perfekt. Du weißt, du hast nicht den größten Druck der Welt. Dann hast du einen Deebo Samuel. Ich weiß, er ist gerade verletzt. Dann hast du aber einen Deebo Samuel, einen Brandon Ayuk, einen George Kittle, wo du alles machen kannst. Und falls ihr, ich kann die Clips leider nicht zeigen, aber es gab einen Touchdown, den Brock Purdy geworfen hat. Er hat einen 2 Running Back Set, das nennt man Duo, hat einen links neben sich, einen rechts neben sich, einen Tight End mit George Kittle on the line of scrimmage, einen Receiver out, einen Receiver out. Okay, du hast ein Duo Set, du kriegst den Ball in der Shotgun Formation und beide Running Backs machen Swing Routes. Das heißt, die beide gehen einfach gerade an der Linie raus, ein bisschen verlieren Abstand, aber bleiben auf der Linie, falls nicht ein bisschen weiter nach vorne, dass wenn es incomplete ist, dann es kein Fumble wegen einem Backwards Lateral ist. Täuscht nach links an, Defensive ist, die Augen der Defensive gehen nach links. Täuscht dann nach rechts an und jeder denkt, okay, hier ist der zweite Dump-Off, perfekt. Defensive wird nochmal ausgetauscht und dann war in der Mitte weit offen Kittle, Dump-Off, Touchdown-Pass. Und es schaut aus, als ob das ein Ben Roethlisberger, ein Tom Brady, ein Veteran, der diesen Wurf macht. Aber es ist Brock Purdy in seinem zweiten NFL-Start. Muss ich einfach sagen, dass Brock Purdy hier alles um sich herum hat, ein Success-Story dieses Jahr zu werden. Und damit wurden die 49ers mit der besten Defensive der Liga auch NFC West Champions, kommen in die Playoffs. Schauen wir mal, ob sie vielleicht mit ein bisschen Glück den Number One Seed kriegen, aber ich glaube, die Eagles haben sich da schon fast befestigt. Und wie ich es ansprechen wollte, genau so schaut es gerade aus in der Lage von den 49ers. Unser Kyle Shanahan ist richtig happy mit Brock Purdy. Jimmy Garoppolo ist gerade ein bisschen am Ertrinken. Man weiß nicht genau, kommt er dann wieder nach dieser Saison, wenn man einen Brock Purdy hat. Und keiner redet mehr um Trey Lance. Bisschen schade für ihn. Trey Lance ist noch ein junger Typ. Aber ich glaube, jeder weiß, dass es gerade alles um Brock Purdy geht. Auf der anderen Seite, ich will nie zu schlimm sein gegenüber eines Teams. Und Geno Smith ist trotzdem noch ein Top-Quarterback dieser Saison. Ich glaube, das waren die Stats vor dem Spiel sogar. Aber er ist trotzdem einer der besten Quarterbacks dieser Saison. Eine richtige Success-Story. Vielleicht kriegt er Comeback Player of the Year. Hat auch wieder gut gespielt. 31 von 44, ein Touchdown. Keine großen Fehler gemacht. Er hat vor dem Spiel auch gesagt, dass er weniger große Würfe und riskante Würfe werden will. Er sagte, er war ein bisschen zu aggressiv und das war der Grund für die letzten paar Interceptions, aber damit, hey, ich glaube nicht, dass da alles vorbei ist bei den Seahawks, die haben jetzt die Chiefs, die Jets und die Rams. Für mich heißt es einfach, das sind Must-Win-Games für die Seahawks, falls sie es noch in die Playoffs schaffen wollen, weil jetzt mit 7-7
Man muss sich, glaube ich, wenigstens 10 Siege holen, um eine Chance in die Playoffs zu schaffen in der NFC. Aber es wird nochmal richtig, richtig knapp. Somit war das das Thursday Night Spiel von den Niners und den Seahawks. Und wir kommen direkt zum ersten Spiel am Samstag, wo mir die Worte einfach fehlen. Okay. So, QB-Situation in San Fran. Ja, ich kann es schnell sagen, ich glaube, Brock Purdy hat jetzt alles, das man haben muss, um sich zu beweisen, dass er nächstes Jahr der Nummer 1 Quarterback wird. Man hat es bei den 49ers schon gesehen dieses Jahr. Die wollten nicht mit Jimmy Garoppolo reingehen, haben ihm dann einen Vertrag gegeben, falls was schief läuft, um zu sagen, hey, Jimmy, du bist unser Backup Quarterback und du darfst reinkommen, falls irgendwas mit Trey Lance passiert oder nicht zur Erwartung spielt. Aber Trey Lance hat nicht am besten gespielt. Jimmy kam rein und sie haben gewonnen. Jetzt kommt Brock Purdy. Und wenn man dann sagt, hey, wir wollen weg von Jimmy, aber wir haben jetzt Brock Purdy oder Trey Lance. Brock Purdy scheint offenbar viel besser zu spielen als Trey Lance. Dann ist es egal, wo man ihn gedraftet hat. Vielleicht tradet man Trey Lance. Man sagt, wir haben Brock Purdy. Und ich glaube, nächste Saison, die versuchen dann alles zu geben, dass Brock Purdy oder Trey Lance Nummer 1 wird. Wenn Brock Purdy den Super Bowl gewinnt, dann ist es eh schon egal. Aber das ist meine Einschätzung, um zu sagen, was da passieren kann in San Francisco. Sind für mich immer noch Top-Favorit aus der NFC mit ihrer Defensive, mit ihrer Offensive, egal wer Quarterback ist, aber wenn Brock Purdy ein guter Quarterback ist, dann sind die nochmal ein besseres Team. Jetzt fangen wir an mit dem größten Überraschungsspiel, das ich jemals gesehen habe, weil, um ehrlich zu sein, ich sag's euch einfach mal, es war 33-0 zur Halbzeit, ich habe das restliche Spiel nicht angeguckt, ich war dann shoppen mit meiner Freundin. Wenn ihr mir sagt, dass ihr entweder Vikings-Fans wart oder ein Football-Fan und gesagt habt, ich schaue das Spiel intensiv zur zweiten Halbzeit an, dann lügt ihr mich an. Weil wenn es 33-0 steht und wie gut die Colts auch gespielt haben, dann muss man einfach sagen, okay, das Spiel ist vorbei. 33-0 zur Halbzeit, Spiel ist vorbei. Da können die Vikings vielleicht ein paar Garbage-Time-Touchdowns machen oder vielleicht einen Touchdown hier, machen es ein bisschen enger, aber dann steht es nach dem dritten Quarter auch sogar noch 36-14. 36-14 ins vierte Quarter rein, da könnte mir kein einziger Mensch sagen, dass das Spiel nochmal knapp wird. Aber dann kommt Kirk Cousins, nachdem er in der ersten Halbzeit ein schlechtes Spiel hat. Alles, was falsch gegangen konnte, alles, was falsch bei den Vikings gehen könnte, ist falsch gegangen. Fumble von Dalvin Cook und allem. Alles ist falsch gegangen. Colts haben gut offensiv gespielt, haben ihre Touchdowns gemacht. Und auf einmal sagt man, okay, jetzt kommen die Vikings. Kirk Cousins mit einem krassen Spiel. Wir fangen erstmal hier nochmal an. Jonathan Taylor out for the season. Richtig, richtig schlimm. Wahrscheinlich für die Colts und für alle Fantasy-Spieler, die ihn haben. Aber das tut leid, nachdem Jonathan Taylor letztes Jahr eine Megasaison hat. Dieses Jahr einfach zu viele Verletzungen. 33-0 zur Halbzeit. Ich glaube, jeder wusste, dass das Spiel... Wieso kann ich nichts im Chat schreiben? Ich sehe da eine Nachricht, Bloody. Ich sehe deine Nachricht. 33-0 Vikings Colts. Ich glaube, jeder hat das Spiel einfach im Hintergrund ein bisschen angehabt. Was auch immer gemacht. Einfach nicht vollen Fokus auf das Spiel gehabt. Aber dann kommt Kirk Cousins und die Vikings. Es war 33-0 mit 8 Minuten 30 Sekunden im dritten Quarter. Die Colts hatten eine 99% Wahrscheinlichkeit, um das Spiel zu gewinnen. Und dann kommt Kirk Cousins mit 417 Yards in der zweiten Halbzeit. Ey, ich kann das nicht mal beschreiben. 417 Yards in der zweiten Halbzeit. Kirk Cousins
war der Leader für die zweite Halbzeit, hat es tatsächlich so getan, dass er das Spiel umbaut und einfach zurückkommt. Teams, die mehr als 20 Punkte Rückstand hatten, waren 2 und 103, also 2 Siege, 103 Niederlagen. Und die 2 Siege bei diesen Teams sind Kirk Cousins Teams. Die Washington damals, ich glaube, es waren noch die Redskins damals, dann war es das Football Team und jetzt die Minnesota Vikings. Aber der Typ macht es einfach für einen Kirk Cousins. Weil, wie gesagt, ich kann es wieder nicht zeigen. Die Route, ihr könnt es mal googeln, ihr könnt es mal auf Twitter auch suchen. Die Route, die er hatte gegen Stephon Gilmore, war sowas von absurd. Das schaut dann normalerweise aus, als ob das ein Veteran-Receiver ist gegen einen Rookie-Corner oder so. Wir reden von Stephon Gilmore, Defensive Player of the Year, Pro Bowler, wahrscheinlich Hall of Famer gegen Justin Jefferson. Und der hat ihn sowas von ausgetanzt. Der nimmt ein... Das ist so eine Sick-Route, wo man die Slant antäuscht. Man geht dann ein paar Schritten rein, dreht sich um und geht dann der Seitenlinie entlang. Hat der aber so richtig angetäuscht, wo er sagte, hey, ich gehe hier, ich gehe dann wieder raus, dann gehe ich wieder rein und dann noch einen Schritt raus, fängt den Ball, Touchdown. Auf XXOO, ich kann das mal machen, Kasa, aber das war so eine Route, wo er hier reingeht, raus, rein, raus. Und das hat er so schnell gemacht, Kirk Cousins wirft ihm den Ball, das war ein Touchdown und er hat ihn sowas von ausgetanzt. Für mich ist Justin Jefferson immer noch im MVP-Race. Wir reden über den Sieger schon später, aber man muss ihm den Kredit geben, weil er hat noch 3 Spiele und er braucht 341 Yards, um den Receiving-Rekord in einer Saison zu brechen. Das wäre auch nochmal eine krasse Geschichte, wenn er es machen kann. 123 Yards, einen Touchdown und 30 Punkte in PPR, im Fantasy. Justin Jefferson, einfach einer der absolut Top-Receiver der NFL und er hat es dann auch geschafft mit Kirk Cousins, mit Dalvin Cook, aber KJ Osborne, Justin Jefferson, Adam Thielen, alle waren sowas von wichtig für die Vikings in dieser zweiten Halbzeit, um den Comeback zu machen und dann der Kicker Greg Joseph, obwohl er diese Saison richtig hoch und runter geht, macht dann das Field Goal in der Overtime und die Vikings gewinnen 39-36. Aber Matt Ryan hat jetzt den größten Comeback oder halt den größten Vorsprung im Super Bowl zu einer Niederlage gehabt und dann jetzt auch in der Regular Season. Schade, was da bei den Colts los war. Die haben das dann wahrscheinlich einfach gesagt, hey, wir haben das Spiel schon gewonnen, ist egal. Und auf einmal, bumm, 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 dann steht 36-36 und sie wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Justin Jefferson für mich ist einer der besten Receiver in unserer Generation Kartoffel, muss ich ehrlich sagen. Was er drauf hat in den ersten paar Jahren, auf welchem Kurs er auch ist, es wird schwierig, jemand Besseren zu finden als ihn. Dann kommen wir zum zweiten Spiel, die Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Und um ehrlich zu sagen, es ist schwierig, genau zu erklären, was passiert ist, weil ich glaube, die Ravens hätten das Spiel locker gewonnen. Ich gebe den Browns Kredit, weil die Defensive ihren Job gemacht hat und die hatten das perfekte Beispiel von Bend but don't break Defense. Eine Interception in der Red Zone, einen Fumble ein Fourth Down Stop in der Red Zone, einen Fumble am Anfang des Drives. Und dann ein Blocked Field Goal und ein Missed Field Goal von den Ravens. Da muss man einfach sagen, die Browns Defensive hat ihren Job getan. Die Ravens, es war sowas von uncharakteristisch bei ihnen, was man da gesehen hat, obwohl es immer noch ohne Lamar Jackson ist. Es war einfach nur uncharakteristisch, es so zu sehen. Ich habe gedacht, die gewinnen das Spiel gegen die Browns.
Deshaun Watson, gut gespielt, aber nicht überragend, hat seinen Job getan. Für mich war es dann Nick Chubb, wie immer, der Leistungsträger bei den Browns ist. Und in den letzten 4 Saisons, komisch, dass es jetzt die 2 Spiele hintereinander waren, aber Nick Chubb und Dalvin Cook sind die einzigen Running Backs in den letzten 4 Saisons mit über 1000 Yards Rushing. Nick Chubb jetzt mit 6000 Rushing Yards. Ich glaube, mit ein bisschen Glück könnt ihr den Mike Pruitt-Rekord fast einholen diese Saison noch. Falls nicht, schauen wir mal, wie weit er kommt. Aber er ist erst der 4. Spieler in der Geschichte der Browns mit 6000 Rushing Yards. Absoluter Leistungsträger für ihn. Und der Touchdown, der einzige Touchdown im Spiel von den Browns, Deshaun Watson zu Donovan Peoples-Jones. Und hey, ich glaube, Donovan Peoples-Jones, er ist der Lieblingsreceiver für Deshaun Watson. Mehr als Amari Cooper, mehr als jeder andere. Aber es kann sein, dass hier es umgebrochen wird, dass Amari Cooper und Donovan Peoples-Jones die Waffen sind, Deshaun Watson und Nick Chubb. Und die Browns jetzt mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Anrollen und allem und vor allem mit den Niederlagen von all den Teams vor ihnen, es in die Playoffs schaffen können. Wenn wir es jetzt so anschauen, man spielt gegen die Saints, die auch theoretisch eine Chance auf die Playoffs haben, weil in ihrer Division ist alles offen. Man spielt gegen die Commanders, das ist ein Must-Win-Game für beide, und man spielt gegen die Steelers, und die Steelers darf man auch noch nicht unterschätzen. 3 Spiele für die Browns, wo man sagen muss, wenn die alle 3 gewinnen, dann haben sie einen Rekord von 9-8. Deshaun Watson, Nick Chubb, Amari Cooper, eine gute Defensive mit Myles Garrett und Co. So arg darf man die nicht unterschätzen, weil das sind 3 Spiele, wo man sagen kann, man kann alle 3 gewinnen, man kann 2 gewinnen, 1 verlieren oder so. Aber die Browns, die darf man für die letzten paar Wochen nicht unterschätzen. Und das ist eine dieses Teams, das jetzt von der Außenseite reinschaut, aber es auch reinkämpfen könnte. Muss man einfach mal sagen, bei den Browns ist noch nicht alles vorbei, weil hier schaut man nochmal das Wildcard Race an. Auf dem 8. Spot sind die Patriots mit 7-7, die Jets auf dem 9. mit 7-7. Jacksonville ist noch drinnen, Vegas noch drinnen, Cleveland und Pittsburgh alle noch drinnen, die sich ausschauen für diesen 8 und 6 Spot von Miami. Miami auch mit ein paar Niederlagen hintereinander. Die Chargers haben jetzt mal wieder einen Sieg geholt. Die Ravens gehen ein bisschen runter gerade. Tennessee, da ist noch alles offen, also Jacksonville, wenn die alle ihre Spiele gewinnen, dann schlagen sie Tennessee noch einmal und stehen dann in den Playoffs als Division-Sieger. In der AFC, im Wildcard-Race, kann das noch richtig, richtig eng werden. Und da schauen wir mal, was da noch drin ist für die Browns, ob sie irgendwie noch in die Playoffs kommen. Da wird es nochmal interessant. Dann kommen wir zum Spitzenspiel am Samstag. Im Schneesturm. Im Schneesturm gehen die Dolphins gegen die Bills ran. Und jeder hat gedacht, okay, das wird ein tolles, tolles Spiel. Wir freuen uns darauf. Und die Erwartungen waren schon hoch. Und dann hat das Spiel nochmal abgeliefert ohne Ende. Und es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, weil da wirklich alles im Spiel war. Es war eng, es war Schnee. Dann am Ende noch ein Drive zum Game-Winning-Field-Goal. Ein bisschen Drama, ob das eine PI war oder nicht. Und am Ende beweist Josh Allen weiterhin, warum er einer der besten Quarterbacks in der ganzen Liga ist. 119,2 Passer-Rating, 304 Yards Passing, 77 Yards Rushing, 4 Passing Touchdowns und der W. Josh Allen zu krass gegen die Dolphins. Damit in den ersten 5 Saisons hat er 24 Spiele mit einem Passing und einem Rushing Touchdown. In der Geschichte der NFL gibt es Frank Tarkenton,
oder Friend Tarkenton mit 24, Aaron Rodgers mit 30, Steve Young mit 31 und Cam Newton mit 45. Ich sag, alle Spieler auf dieser Liste sind in der Hall of Fame. Aaron Rodgers wird in der Hall of Fame sein, Cam Newton wird in der Hall of Fame sein und Josh Allen. Weil wie er gerade weitergeht und weitermacht mit all diesen Statistiken, kann er den Rekord von Cam Newton auch schlagen. Weil wenn er nochmal 5 Saisons spielt und nochmal die gleichen Nummern hat, dann hat er alle Nummern geschlagen. Für mich ist es ziemlich eindeutig, auf welchem Kurs Josh Allen ist. Und die Bills, man hat sehr viele Teams in der AFC gerade, die Super Bowl-Favorit sein könnten oder von ihrer Seite AFC-Favorit. Aber am Ende werden es für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich sein, die Bengals, die Bills und die Chiefs. Diese drei Teams gehen gerade so richtig ab und zeigen ihren Unterschied, vor allem auf der Quarterback-Position. Und Josh Allen für mich ist einer der absolut besten, die es gibt. Am Ende hat er noch ein Wort mitgemacht mit dem Coach von Miami, weil er ein I wish it were colder Shirt im Training anhatte, hat Josh Allen nach dem Spiel gesagt, this is nothing, I wish it were colder. Am Ende gewinnt er auch noch das bisschen Trash-Talk, das war ein gutes Trash-Talk, aber Josh Allen für mich ist ein richtig guter Typ. Ich habe schon mal meine Stories erzählt, als wir gegen ihn gespielt haben im College, vielleicht mal bei Märchenstunde oder so mache ich damit und erzähle, aber Josh Allen für mich war auch immer ein Top-Spieler im College, als wir gegen ihn gespielt haben und jetzt auch in der NFL, er ist absolut, absolut top. Dann für mich einer der wichtigsten Spieler, ihm muss man auch Kredit geben, Dawson Knox comes up big für die Bills, schon wieder 6 Receptions für 98 Yards und einen Touchdown. Er bleibt weiterhin ein Leistungsträger bei den Bills und nach 14 Spielen in dieser Saison ist Jalen Waddle, der die meisten Yards per Reception in der League hat mit 18. Für mich ist er auch immer noch ein Top-Talent. Sein Touchdown, er hat ihn gefangen und war dann schneller. Der war wie ein Looney Tunes-Charakter, wie dieser Roadrunner. Kriegt den Ball und rennt um alle und macht den Touchdown. Das Einzige, das ich sagen kann, dass ich glaube, nicht so angesprochen wird über die letzten paar Wochen. Stephon Diggs ist ein krasser Receiver, ein Top-Receiver dieser Liga locker. Teams wie die Dolphins haben ihn gegameplant. Das heißt, dass man auf der Defensive mit Shifts, mit Double-Team, mit allem ihn versucht, nicht den Ball so oft zu geben zu lassen und dass dich ein anderer schlagen muss. Wenn man die Nummern anschaut, er hat 5 Catches für 60 Yards. Ein gutes Spiel, muss man sagen. Ein gutes Spiel. Aber man weiß, da ist mehr drin. Hey, Stephon Diggs, der kann auch einer sein wie Justin Jefferson, wo er 100 Yards pro Spiel oder so hat. Aber was machen die? Stephon Diggs war auch frustriert auf der Seitenlinie, weil er den Ball nicht so oft bekommt, wie er wahrscheinlich will und weil er gedoubleteamt wird und allem. Wenn die Bills, und ich sag das, weil ich McDermott liebe, weil ich die Offensive der Bills liebe. Ich glaube, die behalten es genauso in ihrem Bewusstsein, manche Spielzüge zurück, gerade die Stephon Diggs öffnen, weil sie wissen, es ist wichtiger in den Playoffs. Wenn sie jetzt alle ihre Trumpfkarten zeigen, wie man Stephon Diggs öffnet, mit Gameplans, mit allem, dann wissen die Chiefs und die Bengals die Antworten, gegen wen man auch immer spielen wird. Da denke ich schon, dass die Bills, ja, Diggs ist frustriert, er kriegt seine Catches, er will Megaspiele jede Woche haben, aber die wissen genau, diese Home-Run-Plays, wo man weiß, hey, von Formation, von Scheme, welche Route Diggs haben wird, kriegen wir in 1 und 1. Die wissen es genau, dass die es so tun, wenn es dann um die Playoffs geht, die haben da ein paar neue Konzepte
Und Diggs wird dann ein paar massive Spiele in den Playoffs haben. Und ich glaube, das ist jetzt auch nur Ratespiel und Schachspiel und allem, aber ich glaube, die Bills wissen das schon bewusst. Diggs ist frustriert. Hey, Junge, wir haben Spielzüge für dich. Warte, bis die wichtigsten Spiele kommen, dass wir die sie geben können, dass du uns Super Bowl irgendwie holst, im wichtigen Spiel, Championship-Spiel holst, was auch immer. Aber ich glaube, wir werden noch ein oder zwei große Leistungen von Diggs sehen in den Playoffs dieses Jahr, wo man neue Spielzüge sieht, neue Konzepte. Aber es macht richtig, richtig viel Spaß. Gibt Mac Jones die Receiver Waddle Hill und ist MVP. Wir kommen doch noch dazu. Wir kommen noch zu allem. Freak. Aber Jalen Waddle, richtig krass. Tyreek Hill, wie immer, absoluter Topmann, obwohl er ein bisschen angeschlagen war. Tua Tagovailoa, nicht das überragendste Spiel, aber auch kein schlechtes. Tua macht sein Ding. Aber die Dolphins, die bleiben weiterhin ein Team, mit dem man nicht messen will. Aber ein bisschen schade ist es natürlich, dass Bradley Chubb, nachdem man ihm über 100 Millionen Dollar gibt, sich noch nicht richtig bei den Dolphins gefunden hat, weil jeder dachte, Bradley Chubb geht rüber, wird abgehen und die Dolphins kommen dann nochmal weiter. Aber bei den Dolphins geht das Rad jetzt ein bisschen ab. Bradley Chubb ist noch nicht durchgebrochen. Man erwartet mehr von ihm. Wenn er auch nochmal durchbricht, ein paar bessere Spiele hat, dann kommen die Dolphins auch nochmal weiter. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Spiel und wir reden von unserem MVP natürlich. Er hat keine Touchdowns geworfen, weil er 3 Touchdowns selber gerusht hat. 315 Yards Passing, 2 Interceptions, 3 Rushing Touchdowns und für mich bleibt er trotzdem der MVP, obwohl er keine Touchdowns gepasst hat, ein paar blöde Interceptions gehabt hat, aber war absolut top im Spiel noch. AJ Brown, 181 Yards Receiving, Devontae Smith, 126 Yards. Das sind die zwei Leistungsträger, die man haben will auf der Offensive, auf der Receiver-Position. Und dann kommt irgendwann Dallas Goedert zurück. Die Eagles bleiben weiterhin auf ihrem Kurs, wo sie Erste in der Division wahrscheinlich sind oder Erste in der Conference wahrscheinlich sind, eine First-Round-Bye haben und Home-Field-Advantage in den Playoffs. Hey, ich glaube schon, dass die Eagles hier mit 16-1 in die Playoffs kommen und es dann nochmal richtig interessant wird, ob die in den Playoffs überrascht werden oder nicht, ob die das dann safe in das Championship-Spiel schaffen. Aber ich glaube, für mich bleibt es immer noch, dass die Eagles gegen die Niners im Championship-Spiel wahrscheinlich spielen. Und Jalen Hurts, der MVP, ist bei den Eagles. Er ist der jüngste Quarterback in der Geschichte der NFL mit 13-1. Er ist ein Footballspieler. Direkte Quote von Jordan Mailata, der Offensive Lineman, ein auch Pro Bowl-Spieler, ist für mich, sagt das über seinen Quarterback. The one that scared me, he just lay there, I ran over and said, stay down, and he said, pick me the fuck up, and I said, yes sir. Das zeigt euch, dass der Jalen Hurts ein Competitor ist. Ich kann mich erinnern, als er bei Oklahoma war, er hat Spiele mit 40, 50 Punkten gewonnen und ist dann direkt nachher in die Gym gegangen, als ob er nicht gespielt hätte. Und ihr denkt sich, Jalen Hurts. Das kann doch nur Schauspielerei sein. Der will es nur für Social Media machen. Wie er sich das letzte Jahr gesteigert hat und vom ersten Jahr gesteigert hat. Der Typ liebt Football und diesen MVP-Titel hat er sich sowas von verdient, weil er geht absolut krass ab. Most Rushing Touchdowns by Quarterback in a Single Season. Cam Newton in 2011. Jalen Hurts in 2022 mit 13. Wenn er in den letzten 3 Spielen jetzt noch 2 Touchdowns macht, hat er den Rekord alleine. Einen hat er dann ihn ausgeglichen. Mit 3 hat er den Rekord für einen Quarterback in den ersten 3 Saisons auch noch. Jalen Hurts, absolut, absolut unglaublich. 357 Total Yards, 3 Total Touchdowns, fast 35
PPR Points. Und wenn wir es hier anschauen, Current NFL Rushing Touchdown Leaders, Jamal Williams mit 14 und Jalen Hurts mit 13 direkt danach. Man hat ja dann auch noch einen Miles Sanders mit 11 und es zeigt dann, wie gut die Offensive ist. Fast 2000 Yards und 24 Touchdowns Rushing. Die Eagles sind so hoch wie kein anderer. Für mich, und ihr könnt es mir dann auch sagen, ich glaube, egal was die nächsten drei Wochen passiert, außer das sind 5 Interception Games, die verlieren jedes Spiel bei 40 und keine Ahnung. Für mich sind die Eagles Nummer 1 Team dann in der NFC, in der ganzen NFL. Und Jalen Hurts wird dann seine Trophäe mitbringen, wo MVP draufsteht. Weil für mich, egal was er die nächsten paar Wochen tut, er hat sich damit zementiert und ist der NFL-MVP. Was nach hinten losgeht, der Kobe ist out of season oder noch länger. Aber das ist genau das Ding, ist Flimmers, das hat jeder über Lamar Jackson gesagt. Das hat jeder über Michael Vick gesagt. Cam Newton. Ich glaube, die Quarterbacks wie Jalen Hurts und Co. sind auch schlau, weil wie man es sich so anschaut, die gehen ja nicht immer auf einen Hit. Die sagen 13 Rushes, sagen wir mal, 13 Rushes von Jalen Hurts. 10 davon, er geht out of bounds oder er slidet und da ist nichts angebrannt. 3 davon wäre es leichter Kontakt oder sowas, aber einfach ein Football-Play, weil sie auch einen anderen Bau haben mit ihren Muskeln, mit ihren Beinen, wie ein Tom Brady oder so. Ich glaube, die sind dann mehr als Running Back-Kategorie als andere Quarterbacks, wie zum Beispiel ein Tom Brady oder damals Peyton Mannings und Co., wo man aufpassen muss, weil die auch ein bisschen dünner sind. Aber für mich ist es trotzdem noch so eine Sache, hey, ich glaube, die Jalen Hurts, Lamar Jackson und Co., die wissen genau, was sie tun müssen, um sich auch selber zu beschützen, obwohl sie so viel rennen. Sind beide NFC? Im NFC Championship Spiel meine ich. Seahawks. Im NFC Championship Spiel meine ich. Aber Super Bowl Favoriten würde ich sagen, deswegen. Also wenn eins davon reinkommt in die Super Bowl, das sind Super Bowl Favoriten in ihrer Division, das meine ich damit. Aber dann auf der anderen Seite. Ich habe einen Kumpel hier, mit dem ich in die Gym gehe, mit dem ich trainiere, mit dem ich über alles rede, footballweise. Mit dem ich auch bei Utah State gespielt habe. Und er schaut mir in die Augen. Er schaut mir in die Augen und sagt mir jede Woche, dass Justin Fields kein guter Quarterback ist. Er hat über 1000 Rushing Yards jetzt schon. Er ist das größte Juwel in der ganzen NFL. Für mich ist Justin Fields einer der unglaublichsten Spieler in der NFL und nur wegen seinem Rekord als Team, ja, er ist ein Einzelspieler und macht kranke Nummern, aber in gefühlt jedem Spiel ist er der Grund, warum die Bears eine Chance haben zu gewinnen. Wenn wir jetzt das Rekord und alles rausschmeißen, ist er für mich ein Spieler, der auch im MVP-Rennen stehen müsste, wenn Rekord und allem egal ist. Weil für mich ist er einer der besten Spieler in der NFL, der Justin Fields. Und was ihm fehlt, ist eine bessere O-Line. Er ist der meistgesackte Quarterback in der ganzen NFL. In den letzten 2 Jahren, ich glaube, war es. Er ist der meistgesackte Quarterback in der ganzen NFL. Receiver, ja, hat einen Mooney, ja, hat eine Equanimeous und ich will nicht böse über die reden. Ich denke beide, Equanimeous ist ein guter Receiver, ich denke Mooney ist ein guter Receiver, aber wenn sie einen Superstar hätten, wie einen AJ Brown oder einen DK Metcalf oder sowas, wenn er einen richtig guten Receiver hätte, der nochmal anstatt ein Core Receiver ist, ein Superstar Receiver ist. Er hat Cole Kmet, ein Top-Tight-End, underrated Tight-End auch.
wenn er einen richtig guten Receiver um sich hätte. Die Bears werden so viele Spiele mehr gewinnen. Ich sag es einfach nur, weil ich nehme mal die Nummern raus, okay? Weil jeder wird mich wahrscheinlich jetzt anschreien und sagen, ja, Domi, was redest du? Justin Fields, ja, hat kranke Nummern, weil er alles alleine machen muss und nicht die besten Spieler um sich rum hat, bla bla bla. Ich vergleiche ihn mit dem Quarterback, dem er gegenüberstand und gespielt hat in dieser Woche. Mit natürlich Jalen Hurts. Letztes Jahr, Jalen Hurts hatte 16 Touchdowns geworfen und 9 Interceptions. In seiner zweiten Saison, okay? 16 Touchdowns, 9 Interceptions, 3144 Yards Passing. Wenn wir zu Justin Fields kommen, ja, er hat nur 2048 Yards Passing, hat auch ein paar mehr Spiele nicht gespielt wegen Verletzung, hat 10 Touchdowns und oder 10 Interceptions und 15 Touchdowns. Das heißt, er hat einen Touchdown weniger mit 3 Spielen übrig zu werfen, hat eine Interception mehr. Okay. Jeder sagt, hey, er hat eine schlimme Completion Percentage. 62% ist schlimm. Er kann nicht passen. Jalen Hurts letztes Jahr war auch nur 61,3. Im vorherigen Jahr, er hat auch ein bisschen gespielt und war nur 52%. Aber wenn man es sich so anschaut, vom Passen her, ja, 16-9, 15-10, aber er hat noch ein paar Spiele drauf. Da könnte noch ein bisschen was kommen. Ja, es fehlen ein paar Yards, aber es, weil er nicht so oder nicht am meisten um sich rum hat, wo er passen kann in allem. Jetzt kommen wir und sagen, okay, hey, die Bears haben die Offensive umgebaut, weil sie genau wissen, was sie mit Justin Fields haben. Und das haben die Eagles natürlich auch. Jetzt gehen wir hier auf Rushing und Receiving. Nach 14 Spielen oder 15 Spielen letztes Jahr hatte nach einer ganzen Saison Jalen Hurts 10 Touchdowns und 784 Yards Rushing. Nach einer ganzen Saison in 15 Spielen. Justin Fields dieses Jahr hat 8 Touchdowns schon, 1000 Yards Rushing und 2 Spiele weniger und er spielt diese Saison noch. Er hat jetzt schon fast mehr als 200 Rushing Yards oder mehr als 200 Rushing Yards als ein Jalen Hurts in der gesamten Saison. Jalen Hurts dieses Jahr 13 Touchdowns Rushing, 747 Yards Rushing auch obendrauf noch im MVP-Rennen. Wo, hey, in der gleichen Saison hat er mehr Rushing Yards, ein paar weniger Touchdowns, aber ist auf dem gleichen Niveau. Natürlich, das größte Problem bei Justin Fields ist bei manchen seiner Hits, er fummelt sehr viel. Er hat 27 Mal gefummelt in 2 Saisons, Jalen Hurts hat 27 Mal gefummelt in 3 Saisons. Das ist der größte Unterschied, das ist ein kleiner Knock gegen Justin Fields, aber da kann noch mehr kommen. Aber wenn wir es so anschauen, es ist linear, es so anzuschauen. Justin Fields ist auf einem linear gleichen Kurs wie ein Jalen Hurts. Wird er die gleiche dritte Saison haben wie Jalen Hurts, wo er MVP gewinnt? Wahrscheinlich nicht, weil sie einen Receiver brauchen, der ein absoluter Superstar ist. Weil der größte Unterschied zwischen einem Jalen Hurts und einem Justin Fields gerade ist, dass Jalen Hurts neben einer guten O-Line, das kann man dann auch theoretisch ein bisschen ansprechen, neben einer guten O-Line einen Superstar-Receiver wie den AJ Brown hat und seine Quote geht von 61% zu 73%. Er hat jetzt schon mehr Yards als die vorherige Saison, mehr Touchdowns und weniger Interceptions. Wenn ein Superstar fehlt, ich glaube, die Bears brauchen einen Superstar-Receiver. Entweder holen sie den im Draft dieses Jahr mit einem Marvin Harrison Jr., Jackson Smith und Jogba, holen sie vielleicht 2, wenn sie mehrere Picks hätten oder so. Die Bears sind eine gute O-Line und einen Superstar-Receiver entfernt
um Justin Fields alles zu geben, dass er ein Top-Quarterback in der Geschichte der NFL ist. Und nicht Geschichte in der einfach der Saison in den kommenden Jahren ist. Da muss ich dann es einfach so sagen, hey, Justin Fields braucht ein bisschen Hilfe, wenn er die richtigen Spieler um sich herum hat, wird er absoluter Top-Spieler für die Bears und erst auf dem ähnlichen Kurs wie in Jalen Hurts. Wird der nächste Saison MVP Justin Fields? Wissen wir nicht. Er braucht ein bisschen Hilfe, gibt den Bears 2 oder 3 Jahren, aber dann Justin Fields als Franchise-Quarterback zu haben, damit haben die Bears ein absolutes Juwel. Wenn ihr es nicht gesehen habt, da war ein Run von Justin Fields, wo er leider out of bounds war, aber er hat einen unglaublichen Run, wo man gedacht hat, ja, er wird gesackt und dann auf einmal ist es first and goal. Für mich, Justin Fields wird sich steigern, er ist ein Top-Quarterback, er ist ein Top-Prospekt. Hättet ihr mich es gefragt vor ein paar Wochen, hätte ich gesagt, er wäre der beste Quarterback im Draft. In seinem Draft gewesen. Hättet ihr mir es vor ein paar Wochen geschrieben. Wir kommen dann noch zu dem Spiel, weil ich glaube, Justin Fields bleibt dann der zweitbeste Quarterback in ihrem oder in seinem Draft, weil der Nummer 1 Pick gerade auch richtig abgeht. Wir kommen mal zu einem Spiel, nicht das interessanteste Spiel der Welt. Die Saints schlagen die Falcons in einem knappen Spiel. Diese Spiele schauen immer knapp aus. Desmond Ridder kam rein für Marcus Mariota. Sein erster richtiger Start. Atlanta hat nicht so gut ausgeschaut offensiv. Tyler Allgeier hat mehr alles gemacht offensiv als Rusher. Sein bestes Spiel seiner jungen Karriere mit 139 Yards Rushing von 17 Carries und einem Touchdown. Auf der anderen Seite Taysom Hill ist der einzige Spieler mit 10 Passing Touchdown, 10 Rushing Touchdown und 10 Receiving Touchdown, weil er nämlich diesen einen Flea Flicker Type Play hatte, wo er den Ball für einen Touchdown geworfen hat. Alvin Kamara kommt auch langsam mehr und mehr ins Spiel, hatte hier 91 Yards Rushing und 2 Catches für 13 Yards. Auch gutes Spiel, Rashid Shaheed, ein junger Spieler bei den Saints, der jetzt mehr und mehr abgeht. Chris Olave die letzten paar Wochen nicht so überragend, wie man es gewünscht hätte, aber er bleibt trotzdem einer der Top-Receiver in diesem Draft. Rashid Shaheed ging richtig ab, aber für mich der Spieler des Spieltags war Juwan Johnson, der Tight End von den Saints. 4 Receptions, 2 Touchdowns, 67 Yards. Er bleibt weiterhin dieser Red Zone Threat für Andy Dalton und die Saints. Und für mich ist die Frage, die Saints sind immer noch im Playoff-Rennen. Genau wie die Falcons, die sind alle noch im Playoff-Rennen. Die schlagen sich alle ein bisschen gegeneinander. Hätten die Falcons gewonnen, wären sie jetzt auf einmal gleich mit Tom Brady gewesen, spielen dann nochmal gegen ihn und schauen wir mal, was passiert. Aber irgendwie will keiner in dieser Division Tom Brady aus den Playoffs rauszuhauen, weil die schlagen sich die ganze Zeit. Und kann es wirklich sein, dass Tom Brady mit einer Bilanz von 8-9 in die Playoffs kommt oder so? Das wird nochmal interessant. Aber auf jeden Fall, die Saints, ich glaube, sind ein Team, das in diesem Draft nach einem Quarterback suchen. Die Falcons wahrscheinlich auch. Aber schauen wir mal, wer dann einen besseren Pick hat, wer welchen Quarterback nimmt. Und es wird interessant, weil die Saints und die Falcons, sind ein besseres Team auf anderen Positionen, würde ich sagen, haben sehr viel Talent, die Saints natürlich auch, aber da fehlt das wichtigste Schlüsselstück und das ist der Quarterback für mich. Jetzt geht es zum nächsten Spiel. Und die Detroit Lions, meine ehemalige Mannschaft, wo ich vor 2 Monaten gespielt habe und entlassen wurde, sehen jetzt nach einem 1-6 Start 7-7. Gefühlt jedes Spiel ist knapp bei ihnen, es kommt um alles drauf an. Und die Lions
machen es weiterhin. Und ich habe gedacht, die könnten mit 9 und 8 stehen und es nicht in die Playoffs schaffen. Es schaut richtig daraus aus, dass die Lions mit 10 und 7 in den Playoffs jetzt kommen. Weil wenn wir die nächsten drei Wochen anschauen, die Lions spielen dann bei den Panthers, wo man sagen muss, da werden sie der Favorit sein. Es ist ein Auswärtsspiel bei den Panthers, nie leicht, aber können sie gewinnen. Gegen die Bears zu Hause sind sie wahrscheinlich der Favorit. Es wird ausverkauft sein. Und wenn sie dann nach einem Sieg gegen die Panthers, gegen die Bears spielen, dann haben sie 4 Siege hintereinander. 7 Siege in den letzten 8 Spielen. Und gewinnen, sagen wir mal, gegen die Bears, dann stehen sie auf 9 und 7. Und dann im letzten Spiel der Saison gegen die Packers. Boah, die Lions, ey, da muss man sagen, die Lions, die schaffen es noch. Die könnten es tatsächlich noch schaffen. Und ich gebe Dan Campbell sehr viel Kredit. Ich gebe der Front Office, ich gebe dem General Manager allen sehr viel Kredit. Ich weiß, als Spieler manchmal ist es so eine Sache, okay, du wirst gecuttet, du hast jetzt irgendwie Negativkonnotation gegen jemanden, bla bla bla. Nein, ich habe ein schlechtes Spiel gehabt, darf ich nicht haben. Ich wusste, ich bin raus. Okay. Da war nie irgendwas, wo die mich nicht gemögt haben oder irgendwas Politisches oder irgendwie, wo ich Ausreden finden kann oder irgendwas. Da war nie irgendwas so. Ich mögte jeden Lockerroom, jeden Coach. Ich gönne es denen, das sind meine Kumpel, das sind meine Mitspieler. Absolut, absolut top für die. Und es freut mich einfach zu sehen, dass die jetzt auch eine richtige Chance haben in den Playoffs. Worüber keiner redet, die beste Turnover-Margin seit Woche 8, nicht nur die Niners, die Detroit Lions. Wenn die Turnover-Margin so ist, du gibst den Ball nicht weg, aber du holst dir den Ball mit Turnovers, dann fängt es an mit guten Sachen. Natürlich, auf der Special Teams darf man es nicht vergessen, weil da hat nämlich mein Kumpel, der Khalif Raymond, einen 47-Yard-Touchdown gehabt und damit seinen, ich glaube, ersten Touchdown in seiner NFL-Karriere gehabt, als Returner. Ich glaube, da, ich weiß nicht genau, wo das steht, aber seine Mutter war im war beim Spiel und er hat den Touchdown-Ball seiner Mutter gegeben. Khalif Raymond wurde, ich glaube, 15 Mal gecuttet oder so. Immer gesagt, er war zu klein. Bla 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 bla. Jetzt hat er einen Touchdown geschafft. Ein wichtiger Touchdown, war dann auch ein Unterschied in diesem Spiel. Absolut, absolut top für Khalif Raymond. Freue mich für ihn. Aber weiterhin, für mich, die Lions werden hier geleadet von einem richtig mega Quarterback, Jared Goff. Achter in Pass-Yards. Zweiter mit 46 Pässen über 20 Yards und erster mit Play-Action-Pass-Touchdowns. Absolut mega, was Jared Goff gerade liefert. Die meisten Passes ohne Interception mit 219 gerade. Und die Lions gehen absolut, absolut durch, sind auf Playoff-Kurs, schlagen die Jets 20-17. Auf der anderen Seite Garrett Wilson wieder mit fast 100 Yards Receiving. Wird für mich der beste Receiver in diesem Draft vielleicht sein. Vielleicht ein Sleeper Rookie of the Year Pick. Aber Zach Wilson kam rein. Hatte ein okay Spiel. 2 Touchdowns, 1 Interception. 18 von 35. Nicht die beste Quote. Aber wenigstens gesteigert von seinem letzten Spiel. Und wie es ausschaut, Mike White wird dieses Wochenende nicht spielen. Und Zach Wilson wird wieder der Quarterback für die Jets sein. Dann, für mich, um es einfach zu sagen, als Draft-Experte, wir machen jetzt mal ein Segment, boom, hauen es rein. Wie wird man einen guten Receiver finden in einem NFL-Draft? Solange sie eine Note haben, wo sie in der ersten Runde gehen, dann kommt es darauf an, zu welcher Schule sie gegangen sind. Eine von zwei Schulen würde ich immer empfehlen, Ohio State oder LSU. Wenn die zu einer von diesen zwei Schulen gegangen sind und eine First-Round-Grade hatten,
dann draftet man sie von einer von diesen zwei Receiver Schulen, weil die Wide Receiver U sind, von Ohio State, die größten Namen, die man kennt, Michael Thomas, Terry McLaurin, Curtis Samuel, Garrett Wilson und Olave. Dieses Jahr hat man dann Ekbuka, Harrison Jr. und Smith Njigba, die gedraftet werden können. Ich sage einfach, wenn du ein GM bist in der NFL, dann schaust du dir einen Ohio State Receiver an, draftest ihn in der ersten Runde und er wird durchdrehen. Falls er nicht zu Ohio State gegangen ist, hol ihn dir von LSU, weil da hast du Ja'Marr Chase, da hast du einen Odell Beckham Jr., einen Justin Jefferson. Top. Amon-Ra St. Brown, 7 Receptions. Natürlich darf man ihn nicht vergessen. Amon-Ra St. Brown, weiterhin ein Top-Receiver in der ganzen Liga. Und hey, er dreht durch, er dreht weiterhin durch. Macht mich richtig happy für ihn. Er ist ein absolut, absolut Top-Typ und Top-Mensch auch. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die Carolina Panthers. Und mit diesem Sieg, mit diesem überraschenden Sieg eigentlich, bleiben die Pittsburgh Steelers im Rennen um die Playoffs. Noch nichts ist vorbei für die Steelers. Die drehen sich jetzt gerade ein bisschen. Die haben ein paar gute Spiele hintereinander gehabt. Und hey, 3 von den letzten 4 Spielen gewonnen. Knapp gegen die Ravens verloren. Jetzt geht es gegen die Raiders als nächstes. Dann nochmal gegen die Ravens und Browns. Wenn die 3 Spiele hier gewinnen, alles ist noch möglich für die Steelers. Die Panthers hatten hier zu Hause eine Mega-Chance, den Lead in der Division zu übernehmen, weil hätten sie hier gewonnen, haben sie den Tiebreaker über Tom Brady und wären Erster in der NFC South gewesen. Aber wie es steht, 6 und 8 ist Nummer 1, 5 und 9 sind alle 3 anderen Teams in der NFC South. Hätte mir jemand gesagt, dass Tom Brady und alle Teams in der Division einen Negativrekord haben und in den letzten 3 Wochen alle theoretisch noch in die Playoffs kommen, wäre einfach zu krass. Warum wurde St. Brown so spät gedraftet? Liefert konstant gut und ist für mich Top 10 Receiver. Seahawks, um es ehrlich zu sagen, im Draft geht es sehr viel darum, um Größe. Also das heißt, wie groß bist du, wie schnell bist du, was sind deine Nummern im College? Viele NFL General Managers haben Amon-Ra verglichen mit anderen Receivern und gesagt, Amon-Ra ist wahrscheinlich ein Slot-Receiver, das ist sein Ceiling, kann guter Receiver werden, aber das ist sein Ceiling. Und sagen, wir nehmen dann lieber einen, der 6'4 ist, 6'3, 6'1, 6'5. Nicht so schnell wie er, nicht die besseren Nummern wie er, aber er hat das Potenzial, besser zu sein als er. Viel wird gedraftet um Potenzial, nicht um einen zu nehmen, der einfach der Sure Pick ist. Und das ist schade manchmal, aber das Amon-Ra ist für mich ein Top-Receiver in der ganzen Liga. Und er hat so ein Feuer hinter sich, wo man einfach sagen muss, hey, der wird für Jahre noch abgehen und bleibt ein absolut Top-Receiver. Pittsburgh Steelers schlagen Carolina Panthers und ich glaube, in diesem Bild sieht man genau, was Najee Harris getan hat. Für mich ist das ein absolut krasser Stiffarm gegen einen Top-Spieler wie den Jeremy Chinn. Und die Pittsburgh Steelers bleiben wegen ihrer Defensive in dem Playoff-Running, weil wieder eine sehr gute Leistung gehabt haben mit 209 Total Yards allowed, nur 21 Yards Rushing allowed gegen ein Team, das mit Foreman und Hubbard eigentlich ein sehr gutes Rushing Game hat. 4-6, Alex Highsmith und Cam Hayward und TJ Watt mit diesen 4-6 und ein Forced Fumble. Defensive der Steelers, seitdem TJ Watt zurück ist, ist einer der besten. Hier waren die Stats von vom 7. Dezember, also vor diesem Spiel. Minkah Fitzpatrick, die beste Grade, die beste Coverage Grade, die 7. Run Defense Grade und 4 Interceptions. Einer der besten Safeties, die es gibt. Natürlich hat er nicht ein gutes Spiel gegen AJ Brown und Co., aber er bleibt weiterhin einer der Gründe, worum man nicht immer drüber spricht,
aber er bleibt weiterhin einer der Gründe, warum die Steelers-Defensive so gut ist. Und wenn man es sich so anschaut, seit 2020, das kommt jetzt auch ein bisschen mal zum Spiel von den Eagles, TJ Watt, 41,5 Sacks, seit 2020 absolut Topspieler. Aber wenn ich schnell über die Eagles spreche, Haason Reddick war mein Teammate mit mir in Carolina. Seit 2020 hat er 35,5 Sacks und 12 Forced Fumbles, die meisten in der NFL. So einen Spieler haben sie auch in der Defensive verpflichtet diese Saison. Er war bei Carolina Panthers, ist als Free Agent rübergegangen und dreht durch für die Eagles und ist auch einer der mehreren Gründe, warum sie so gut stehen. Boah, jetzt muss ich mal ein bisschen atmen und das war jetzt ein Mund voll. Aber wir kommen zu dem Spiel, das überraschend, aber nicht so krass überraschend war. Ich habe die Cowboys getippt. Aber mir war vollkommen bewusst, wie gut Trevor Lawrence gerade spielt. Hätte mir jemand gesagt, dass die Jacksonville Jaguars die Cowboys schlagen mit einem Walk-off-Pick-6, hätte ich einfach gesagt, ja, du kennst das Resultat dann, weil ohne ein Hellwissender zu sein, würde ich es nicht sagen, dass die dann 40 Punkte gegen die Dallas Cowboys machen und das Spiel gewinnen. Ich habe gedacht, okay, Trevor Lawrence hat vielleicht die Möglichkeit, 2 oder 3 Touchdowns zu werfen, ein enges Spiel oder so zu haben. Aber wie gut er für die letzten paar Wochen gespielt hat, Trevor Lawrence wäre eigentlich einer gewesen, der das Spiel knapp halten könnte. Aber die Cowboys waren dann für mich ein kleines Stückchen größer wie die Jacksonville Jaguars. Somit bleiben die Jaguars im Playoff-Rennen und Trevor Lawrence zeigt weiterhin, warum er so ein absoluter Top-Quarterback in der NFL ist und warum er der Nummer 1 Draft-Pick war vor ein paar Jahren. Weil in den letzten 6 Spielen 1680 Passing Yards, 14 Touchdowns und die eine Interception, die er in diesem Spiel hatte. Und die Jaguars damit stehen auf einem Weg, wo sie den Division-Title holen können und in die Playoffs kommen können. Seit Woche 9 hat er das beste Passer-Rating, eine Interception, 14 Touchdowns und die Nummer 1 Completion-Percentage in der ganzen NFL. Und er hat seinen Top-Receiver Zay Jones gefunden mit 6 Receptions, 3 Touchdowns und 109 Yards. Zay Jones, einer der härtesten Arbeiter, die ich kenne. Einer der nettesten Spieler, die ich kenne. Er ist nämlich von Las Vegas rüber zu Jacksonville, zu Duval gegangen und hat es einfach geschafft, hier jetzt durchzubrechen. Ein mega, mega Spiel abgeliefert und darauf freue ich mich für ihn. Trevor Lawrence bleibt weiterhin absolut top. War der Grund, warum die Jaguars das Spiel gegen Cowboys gewonnen haben. Und ich frage mich manchmal, was ist mit den Cowboys los? Die haben ein Spiel, wo sie so spielen und dann so, dann so, dann so. Wie kann man die einschätzen in den Playoffs? Aber egal, was in diesem Spiel passiert ist, die Dallas Cowboys haben trotzdem die Playoffs geschafft, stehen damit vollkommen fest, werden ihre Division nicht gewinnen, aber stehen zumindest in den Playoffs, egal was auch kommt. Ein Backfield-Duo von Ezekiel Elliott und Tony Pollard. Seit in den letzten 6 Wochen 15 Touchdowns und 1000 Yards. Die Dallas Cowboys darf man nicht unterschätzen mit ihrem Backfield, mit ihrem Spiel, was die im Laufspiel machen. Aber die Frage manchmal ist, Dak Prescott hat 9 Interceptions seit Woche 10. Kein einziger hat mehr als 5. Er bleibt weiterhin der Grund, warum die Dallas Cowboys es so machen, weil er hat ein Spiel, wo er krass ist und dann ein Spiel, wo er hier 2 Interceptions hatte. Ja, es war ein bisschen Pech mit der Interception, die er geworfen hat für den Pick 6, aber der Receiver war eigentlich ein sehr tightes Window, wenn du den Ball da hinschmeißt.
dann weißt du nicht, ob er deflected wird. Wenn er genau so kommt, wie er kam, wird er intercepted und das Spiel ist dann verloren. Schauen wir mal, was kommt. Wer ist besser, Elliott oder Pollard? Ich glaube, beide sind richtig gut. Ich glaube nicht, dass man da sagen kann, ob einer richtig besser ist. Weil Elliott ist mehr dieser Bulle, der dir ein paar Yards, ein paar dreckige Yards gibt und dann auch Goal-Line-Touchdowns macht und allem. Tony Pollard ist derjenige, der dir einen 80-Yard-Pass Passing-Touchdown geben kann, einen 80-Yard-Rushing-Touchdown geben kann, der dieses Explosive um sich rum hat, wo man einfach sagen kann, Tony Pollard ist dieser Home-Run-Hitter, Ezekiel Elliott, dieser Kampfmann, wie ein damals ein Gerald Asamoah beim Fußballspielen, also einfach einer, der dir alles gibt und rumkämpft. Bei Jacksonville, Travis Etienne, weiterhin top, top Running Back. Manchmal merkwürdig, Cooper Rush. Ich glaube nicht, dass Cooper Rush reinkommt, aber ich glaube, wegen Dak Prescotts Fehlern manchmal sind die nicht auf diesem Niveau, wo man denkt, die könnten der klare Super Bowl-Kandidat sein. Da fehlt halt einfach mal ein bisschen Konstanz um sie herum. Jetzt kommen wir zu einem eigentlich unglaublichen Spiel. Die Chiefs gegen die Texans. Die Texans haben richtig gefightet mit den Chiefs. Obwohl sie mit 1 und 12 Bilanz stehen, haben sie richtig gefightet. Davis Mills mit einem okay Spiel eigentlich. Pat Mahomes, wenn man seine Stats hier alleine sieht, 36 von 41, die haben mit 40 Punkten gewonnen, oder? Nein. Er hat wirklich das ganze Spiel es so leicht ausschauen lassen. Aber dann kam es halt manchmal so zu, hey, Butker, der eigentlich normal zuverlässig ist, ein Missed Extra Point, ein Missed Game Winning Field Goal. Ein paar Fehler hier und dort. Aber Pat Mahomes, ich glaube, für ihn war es nie angebrannt. Er hatte ein Megaspiel, hat hier auch bewiesen, wie gut er spielen kann. Einfach von Effizienzweise und allem. Und bleibt weiterhin einer der Top, Top Quarterbacks der Geschichte der NFL. Er hat 4.809 Passing und Rushing Yards diese Saison. Wenn er 754 Yards diese Saison kriegt, schlägt er den Rekord von Drew Brees. Wenn er 251,3 über die nächsten drei Spiele averaged, hat er diesen Rekord. Es gibt nur drei Quarterbacks, die vier Saisons mit 35 Touchdown-Pässen, Passes oder mehr gibt. Peyton Manning, Drew Brees und Patrick Mahomes. Er ist in einer sehr guten Kategorie und ja, Patrick Mahomes bleibt weiterhin top. Meine Freundin ist auch da und lässt gerade die schöne Appa ein bisschen raus, dass sie rausgehen kann. Appa? Aber genau so geht es dann auch manchmal mit Patrick Mahomes. Eine coole Stat, die ich gefunden habe, die ich nicht gewusst habe, war, dass er kein einziges Auswärtsspiel in seiner Division jemals verloren hat. Er hat 15 Spiele hintereinander gegen die Chargers, Broncos und Raiders alle gewonnen. Unglaublich, hätte ich nie gedacht, dass es so ein Rekord ist. Aber ey, Pat Mahomes bleibt weiterhin absoluter Übermann. Und wer ist nämlich da, den er hat, der wie Pat Mahomes top ist und auch in der Hall of Fame stehen wird? Travis Kelce, er hat 1061 Yards gerade. Er ist 1800 Yards von Antonio Gates weg, 3000 Yards von Jason Witten und 5000 Yards von Tony Gonzalez. Aber ich glaube schon, dass Travis Kelce diese Rekorde alle brechen kann, weil Travis Kelce ist unglaublich. Spricht deine Freundin Deutsch? Nein, sie spricht leider kein Deutsch, nur Englisch momentan. Ich muss ihr Deutsch lernen. Ich muss ihr Deutsch lernen lassen und dann kann sie es auch sprechen und wahrscheinlich besser, weil ich muss mein Deutsch nochmal ein bisschen refining, dass ich es nochmal besser sprechen kann. Aber Travis Kelce ist der einzige Receiver mit 500 plus Receiving Yards diese Saison in einem Spiel. Und jeder andere Tight End, es gab nur 5 andere Tight Ends in diesem Jahr, die 100 plus Receiving Yards hatte.
Wie sieht das aus? Ich muss ihr Duolingo und andere Apps geben, dass sie es dann auch lernen kann. Travis Kelce und Gronk, beide sind dann unglaublich, unglaublich drauf auf diesem Hall of Fame Kurs, weil Travis Kelce und Pat Mahomes haben eine Connection, die es fast kaum gibt. Dann kommen wir zu einem Spiel, das interessant war in einer Art und Weise, weil ich kenne sehr viele, die Broncos-Fans sind, die dieses Spiel gesagt haben, hey, Russell Wilson fehlt, wie schaut unsere Offensive aus? Und das erste Spiel ohne Russell Wilson geht natürlich auf die Bilanz von den Denver Broncos, wo sie gewinnen gegen die Arizona Cardinals. Bei den Cardinals wird der Seed noch ein bisschen heißer. Für Cliff Kingsbury kommt es dann am Ende der Saison erst. Was wird dann alles gehen bei den Cardinals? Wird Keim, der GM, gefeuert? Schau mal beibringen. Genau, beibringen muss ich. Bringt ihr Fränkisch dabei? Ich muss ihr es zeigen, wie man Fränkisch spricht und allem. Colt McCoy hat sich auch verletzt. Trace McSorley kam rein. Aber die Cardinals, da brennt ein Feuer. Und man weiß überhaupt nicht, was los ist. Die Broncos gewinnen hier. Und sie hatten vor diesem Spiel die schlimmste Offensive in der ganzen NFL. Schlimmer als die 2017 Browns, wo sie kein einziges Spiel gewonnen haben. Jetzt gehen wir sofort drüber. Brett Rippins. 24 Punkte heute waren mehr Punkte, als die Broncos in der gesamten Saison mit Russell Wilson hatten. Was kann ich dazu sagen? Ich will nicht ein Russell Wilson-Hater werden, weil ich glaube, er kann nächstes Jahr nochmal was aufbauen, aber liegt es an Russell Wilson? Liegt es an Playcalling? Die ganze Saison haben wir uns lange gefragt, wer es sein kann. Warum sind die Broncos nicht da? Ist es Hackett? Ist es Wilson? Sind es beide? Ist es die Offensive? Keine Ahnung, was da falsch ist, aber die Broncos machen 24 Punkte und gewinnen das Spiel. Latavius Murray, ein krasser Running Back, hat das Spiel für Brett Rippen einfach gemacht mit 130 Yards Rushing und einem Touchdown. Er hat die längste aktive Serie mit Saisons hintereinander, wo er mehr als 5 Touchdowns hatte vom Line of Scrimmage, hat er 8 Saisons hintereinander gerade wie Amari Cooper. Und schauen wir mal, was kommt. 24 Carries, 130 Yards Rushing und ein Touchdown. Somit haben die Broncos die Cardinals geschlagen. Jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich verrücktesten Ende des Spiels. Aber vor dem wir darüber kommen, wir zeigen mal, wie es unsere schönen Appa natürlich geht. Sie wächst sowas von unglaublich viel. Sie ist eine Riese jetzt schon, fast dreifach so groß, und ihr geht es absolut bestens. Sie ist einfach unglaublich süß und sie will halt immer nur spielen. Aber weil wir jetzt auch in Vegas waren, wir wollten zum Spiel, Jakob hat mich eingeladen, ich war leider auf dem Weg zurück nach Phoenix, konnte leider nicht zum Spiel gehen, wünsche natürlich, dass ich beim Spiel da wäre, weil wie es ausgegangen ist, hey, boah, ich hätte das nie vermutet, dass das Spiel so am Ende gewonnen oder verloren wurde, weil das war einfach eine unglaubliche Sache. Und ja, was die Raiders hier abgeliefert haben, sie bleiben im Playoff-Race. Die Patriots haben sich selber nicht geholfen. Und ich muss dann einfach nur sagen, dass die Raiders jetzt endlich mal ein bisschen Glück hatten. Und dass die Patriots mit einem Fehler das Spiel selber verloren haben. Wie schwer ist sie? Sie ist fast, 14 Kilogramm oder so? Also 30 Pfund fast? Also, boah, das verrückteste Ende aller Zeiten. Daniel, ja, also ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das es so verloren wurde. Mit einem Offensive-Spielzug, das eigentlich schon vorbei war. Da hat man versucht, okay, hey,
Man wirft den Ball, Ramondre Stevenson, okay, kann er hier, wie sagt man, noch was tun? Oder nicht wirft den Ball, rennt den Ball, schauen wir mal, kann er hier noch was tun? Er macht den Lateral und auf einmal hat sie hier ein neues Geschenk gekriegt, dass sie lieber einen Knochen, wo sie drauf beißen kann. Oh. Und ich weiß nicht, warum er es versucht hat mit dem Lateral, aber dann Jacoby Myers auch mit dem Lateral. Und das war der Unterschied. Jacoby Myers am Ende tatsächlich mit einem Fehler. Er hat es auch schon wahrgenommen und gesagt, dass er es nicht so wollte und er hätte einfach out of bounds gehen müssen oder so. Aber dann im Lateral, das intercepted wurde oder halt dieser Fumble wurde gefangen von Chandler Jones, gewinnen die Raiders mit einem Walk-off Touchdown. Derek Carr eigentlich gut gespielt, 231 Passing Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, war ein guter Spieler, aber ich gebe mal einen Shoutout, weil genauso hat jeder das Ende des Spiels wahrscheinlich angeschaut, wie unser AJ Cole hier, weil was ist da passiert? Wie können die Raiders dieses Spiel noch vor der Overtime gewinnen? Und das war das erste Game-Winning-Touchdown und Fumble-Recovery seit Dave Kasper, der Raiders-Legende ist, im Holy Roller Game das Spiel so gewonnen hat. Auf der anderen Seite bei den Patriots, Ramondre Stevenson, ein Touchdown, 172 Yards, aber dann war er der Anfang von dem Ende bei den Patriots mit dem Laterals, wo man einfach sagen müsste, hey, geht in Overtime. Ich dachte, dass sie besser gecoacht werden mit Bill Belichick, dass sie sowas nicht machen. Und ich hätte nie erwartet, dass ein Bill Belichick gecoachtes Team es so verliert. Aber nicht die absolut beste Leistung von den Patriots. Mac Jones war auch sehr inkonstant, 13 von 31. Da wäre mehr drin gewesen. Aber die Raiders bleiben weiterhin auf Playoff. Hunt sind genau weit hinten. Schauen wir mal, was die nächsten paar Wochen so tun können. Sie spielen natürlich gegen die Steelers, Niners und Chiefs. Das wird ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit für sie. Aber sagen wir mal, die gewinnen gegen die Steelers. Die 49ers sind schon in den Playoffs, haben ihre Division schon gewonnen. Wollen sie nicht verletzen, spielen dann mit Hälfte Starter und Hälfte nicht. Und dann kommt es gegen die Chiefs am Ende. Sagen wir mal, die Chiefs haben auch schon die Division gewonnen, alles gewonnen. Und spielt dann nicht mit ihren Starters. Schauen wir mal, was da passiert. Raiders haben ein schwieriges Schedule, aber wenn die einfach ihre Spiele gewonnen hätten, das ist, was ich immer sagen will, hätten sie ihre Spiele gewonnen, wo sie mit 17 Punkten oder mehr geführt hätten. Sag mal, sie hätten alle 4 gewonnen, dann wären sie 10 und 4. Dann würde kein einziger um die Raiders sprechen, warum sie in die Playoffs nicht kommen. Hätten sie 3 gewonnen, wären sie 9 und 5. Die Raiders haben sich selber in den Fuß geschossen am Anfang der Saison. Das ist ein Playoff-Team, die Raiders. Aber weil sie so am Anfang der Saison nicht abgezockt genug waren und dann einfach nicht siegen konnten, haben sie auch keine Ausreden, falls sie es nicht in die Playoffs schaffen. Aber ja, Mac Jones nicht mit seinem besten Spiel. Die Patriots haben auch ein schwieriges Stück Arbeit, um eben die Playoffs zu kommen, weil sie gegen die Bengals, Dolphins und Bills alle noch spielen. Schauen wir mal, was noch passiert. Aber das war natürlich das wildeste Spiel des Wochenendes. Ein Titans gegen Chargers Spiel. Die Titans damit stehen auf 7-7, haben zwar den Division Lead noch, spielen gegen die Texans, Cowboys und Jaguars. Wenn die beide gewinnen und die Jaguars beide gewinnen, dann geht es im letzten Spiel gegen die Jaguars um die Division Titans gegen Jaguars. Das könnte auch nochmal richtig interessant werden. Ryan Tannehill nicht mit der überzeugendsten Spielweise. Derrick Henry wieder mit 104 Yards, einem Touchdown, war der Topspieler für die Titans. Aber da, seitdem sie den General Manager gefeuert haben, man weiß einfach nicht, was da los ist. Die Chargers, Justin Herbert hatte auch nicht das krasseste Spiel seines Lebens, hat aber da mit einem Game-Winning-Drive es tatsächlich geschafft, das Spiel mit einem Field Goal zu gewinnen. 13th Game-Winning-Drive, 5. diese Saison für einen
für einen Quarterback in seiner dritten Saison ist das absolut mega. Er bleibt weiterhin einer der besten Young Quarterbacks dieser Liga. Aber das ganze Chargers-Team muss einfach diesen Fluch brechen, dass sie irgendwie in die Playoff kommen. Hatten auch eine gute Interception in der Endzone, stimmt, die Titans. Aber schauen wir mal, was die alles noch machen können. Er ist der erste Quarterback, der in seinen ersten drei Jahren für über 4000 Yards geworfen hat. Weiterhin einer der besten jungen Quarterbacks in der Geschichte der NFL. Seine Karriere wird locker mega sein ohne Ende. Aber schauen wir mal, was da noch alles rauskommen könnte. Ein kleiner Shoutout zu unserem Dicker the Kicker. Ein guter Freund von uns, der Cameron. Er ist in China geboren und hat jetzt nochmal einen Game-Winning-Field-Goal gemacht. Bleibt weiterhin ein absolut, absolut Top-Typ. Dicker der Kicker mit dem Game-Winning-Field-Goal am Ende. Ich glaube, das ist schon sein viertes oder fünftes Game-Winning-Field-Goal diese Saison. Absolut, absolut Top, der Mann. Bei ihm so richtig. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo Tom Brady in der ersten Halbzeit ausgeschaut hat wie Tom Brady und dann vorgeführt wird in der zweiten Halbzeit von einem Joe Burrow. Die Bengals bleiben weiterhin sowas von heiß und sind jetzt auf vollkommenem Kurs, hier es in die Playoffs als AFC North Champion zu schaffen. Sie spielen jetzt gegen die Patriots. Das Spiel gegen die Bills wird krass, weil es so kurz vor den Playoffs ist, wo man sagen kann, hey, das könnte auch ein Spiel sein, das wir wieder in den Playoffs sehen. Und dann die Ravens am Abschluss des Spiels. Ey, die Bengals, die sind auf so einem heißen Lauf. Joey Burrow, puh, wenn es nicht so spät gekommen wäre, wäre er auch locker im MVP-Race. Aber ich glaube, der könnte auch ein MVP-Dark Horse sein. Aber Joe Burrow bleibt weiterhin absolut, absolut top. Und in der Red Zone ist genau der Grund, warum die Bengals so gut sind. 21 Touchdowns von Joe Burrow in der Red Zone. Keine einzige Interception. Highest graded Quarterback. 112,2 Passer Rating in der Red Zone. Mit seinem Pass to T. Higgins hat er in der NFL-Geschichte der erste Spieler mit 75 Passing Touchdowns und 10 Rushing Touchdowns in den ersten 40 Spielen geschafft. Das ist auch so eine komische ESPN-Stat, die ich auch immer so zeigen kann, wo der Streberle wieder rauskommt. Aber genau so geht es und er ist der erste Bengals Quarterback with multiple seasons of 30 plus Passing Touchdowns. Absolut krass. Auf der anderen Seite, das ist das erste Mal in der Geschichte der NFLs, wo Tom Brady 8 Spiele in einer Saison verloren hat. Was ist da los? Tom Brady wird natürlich hier angeschaut, als ob er der Einzige ist bei den Buccaneers, der den Schuld daran kriegt, dass er nicht so gut abgeht. Aber er ist Tom Brady. Wenn er in die Playoffs kommt, ist er trotzdem noch Tom Brady. Der kann alles erreichen. Wenn die Buccaneers hier irgendwie in die Playoffs cruisen, ist alles noch möglich. Aber Tom Brady habe ich sowas noch nie gesehen. Und Joe Burrow ist der Erste, der Brady geschlagen hat, wo er 17-0 zu Hause geführt hat. Brady 89-1. Und Joe Burrow bleibt weiterhin der Quarterback-Killer, den es gibt. Tom Brady aufhören oder Team wechseln? Ich glaube, er bleibt in Tampa Bay. Ich glaube, wir werden es schon ein bisschen sehen, dass die umbauen mit einem Draftpick hier oder so. Vielleicht einen Blockbuster-Trade, wo sie einen Mike Evans traden könnten oder einen Godwin traden könnten. Oder vielleicht einen Running Back traden. Schauen wir mal, was bei den Buccaneers ist, ob sie einen neuen Coach holen. Ich glaube schon, dass Tom Brady bei den Buccaneers zurückkommt nächstes Jahr und da nochmal weitermacht. Der ist über den Zenit, aber hier ist genau das Ding. Das wurde mir schon vor 7 Jahren gesagt. Tom Brady ist über den Zenit, er ist fertig, er soll aufhören.
Das war ein Spiel, wo sie gegen die Chiefs mit 30 Punkten oder so verloren haben. Jeder ESPN hat, Ryder hat es geschrieben, jeder auf dem TV hat es gesagt, Tom Brady's time has come. Ich sag nein. Ich sag, Tom Brady gewinnt einen Super Bowl noch. Einen gewinnt er noch. Ob es dieses Jahr ist, mit Überraschung Super Bowl, ob es nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren, Tom Brady ist einer, der sagt, ich gewinne einen Super Bowl noch und dann bin ich fertig. Oder nach San Francisco, keine Ahnung, mit Raiders in Verbindung gebracht wird. Das war schon ein Gerücht, dass es damals war, vor ein paar Jahren, vor dem er zu Tampa Bay gegangen ist. Aber ich glaube, Tom Brady macht trotzdem noch weiter. Egal, aber wir schauen mal, was Tom Brady dann macht. Ich glaube, die Buccaneers schaffen es trotzdem noch in die Playoffs als Division-Sieger. Und wenn Tom Brady Tom Brady ist, hat er in jedem Spiel eine Chance, hier zu gewinnen. Jetzt kommen wir Giants gegen die Commanders. Das Sunday-Night-Spiel, das jeder sehen wollte. Um alles ging es wirklich. Die Giants hatten die Überhand über die Commanders. Saquon Barkley hat ein Top-Top-Spiel und zeigt weiterhin, warum er der Kapitän dieser Mannschaft ist. 120 Total Yards, ein Touchdown, 23 Fantasy-Punkte. Und die New York Giants natürlich mit einem kleinen Troll hier, wo sie sagen, Commanders, what happened? Natürlich mit einem kleinen Troll hier gegenüber den Washington Commanders. Ein sehr enges Spiel. Da war ein paar umstrittene Szenen. Ich sag noch, Kayvon Thibodeau, ein Top-Pick dieses vergangene Jahr im Draft bei den Giants. Ging auch richtig ab. 12 Tackles, 1 Sack, 1 Forced Fumble und 1 Touchdown. War einer der größten Gründe, warum die Giants hier gewonnen haben. Und somit sich fast in die Playoffs zementiert haben. Jetzt geht es gegen die Vikings, Colts und Eagles noch. Eine bessere Bilanz als Washington. Die Giants könnten es tatsächlich noch schaffen in die Playoffs. Die Commanders könnten es auch noch schaffen, aber müssten sie noch ein paar Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite, Terry Pong, I checked to see if I was good the first time and he was like, move up a little bit. So when I moved up, I checked to see if I was good and he said I was good. Das war der Grund und im Video kann man es auch sehen. Terry McLaurin geht rüber und gibt so Thumbs up. Der Referee sagt, komm ein bisschen. Dann schaut er nochmal, nachdem er nach vorne kommt, gibt es Thumbs up. Der Referee bleibt wirklich mit der Hand an der Penalty-Flagge gebunden. Hat ihm dann gesagt, okay, sofort als der Spielzug losging, Flagge gegeben, Penalty. Und damit haben die Commanders dann verloren. Dann war es eine umstrittene Szene auch am Fourth Down, wo es auch eine Pass Interference sein könnte. Und die Commanders haben dadurch verloren. Schauen wir mal, was da passiert. Aber die Giants damit haben sich fast in die Playoffs zementiert. Brauchen einen oder zwei Sieg noch. Eine oder zwei Siege noch und dann sind sie in den Playoffs easy. Boah, Leute, das war jetzt ein Haufen Stück Arbeit. Wir haben alle Spiele besprochen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Spiele dieses Wochenende waren halt sowas von krass. Also jede Woche gefühlt, man weiß nie, was kommt. Alles kann sich ändern. Jeder kann abgehen, jeder kann was schaffen. Und heute Abend haben wir dann noch die Packers gegen die Rams. Und die Packers natürlich sind das Team, das mit allen Siegen am Ende sie es auch noch in die Playoffs schaffen könnten, wenn sie hier anfangen und gegen die Rams gewinnen zu Hause. Schauen wir mal, was Aaron Rodgers und Co. schaffen. Es wird sehr interessant, falls ihr heute wach bleibt. Ich wünsche euch ein absolut, absolut Megaspiel. Und ich glaube eigentlich schon, dass die Packers das Spiel gewinnen müssen. Aber wie krass die Saison geht. Baker Mayfield könnte reinkommen mit den Rams und die Packers aus die Playoffs hauen. Man weiß nie, die Spiele müssen erst gespielt werden. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel heute Abend auch noch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie immer, ich streame auf meinem eigenen Kanal. Ich spiele Pokémon, ich spiele Mario Kart, ich spiele Fall Guys. Wir reden auch über Football dort. Man kann mir immer Fragen stellen, falls ihr zu meinem Kanal gehen wollt. Er heißt Dominik Eberle auf Twitch TV.
Dort könnt ihr mich immer anschauen. Wir reden über alles. Vielleicht mal ein paar Watch-Partys oder so könnten wir machen und organisieren. Aber es macht immer sehr viel Spaß. In meinem Discord, falls ihr auch dort reingehen wollt. Der Link ist in meinem... Wie sagt man? Der Link ist in meinem... wie sagt man? Boah. Der Link ist in meinem Kanal drin, bei Discord. Da kann man mitmachen. Wir machen immer für die kommende Woche ein Tippspiel, wo ich dann einfach sagen kann, hey, wer gewinnt hier? Was wird abgehen? Ich spiele gegen euch, die Community, die Romantiker. Momentan, ich habe einen Sieg, drei Niederlagen und dreimal haben wir unentschieden gespielt. Vielleicht brauchen wir eine neue Regel für Tiebreaker oder sowas. Und das würde dann auch Spaß machen. Aber auf jeden Fall, ich gehe jetzt durch die kommende Woche für den Spielplan, was wir nächste Woche haben. Wir fangen an, Thursday Night Football, Jaguars Jets. Ich sage, Trevor Lawrence bleibt weiterhin heiß und die Jaguars gewinnen das Spiel. Die Bills schlagen die Bears. Ich sage, die Browns schlagen die Saints. Ich sage, die Titans schlagen die Texans. Die Chiefs schlagen die Seahawks. Die Vikings schlagen die Giants. Die Bengals schlagen die Patriots. Die Lions schlagen die Panthers. Die Ravens schlagen die Falcons. Die Niners schlagen die Commanders. Überraschungsspiel. Ich sag, die Dallas Cowboys schlagen die Eagles. Und dann die Raiders schlagen die Steelers. All diese Spiele sind dann am Samstag, am 24. Dezember. Heiligabend für euch. Das ist nicht alles. An Weihnachten ist am 25. Aber es sollte ein guter Heiligabend für euch werden, weil hier kommen alle NFL-Spiele. Die Dolphins gegen die Packers. Ich sag, die Packers überraschen die Dolphins. Ich sag, die Broncos überraschen die Rams. Die Buccaneers schlagen die Cardinals. Und dann am Ende sag ich, die Colts überraschen die Chargers im Monday Night Game nächste Woche. Das wird nochmal interessant. Das sind meine Tipps. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin hier wieder am Donnerstag mit der Madden Power Hour. Es gibt keine, wie sagt man, es gibt keine Football Primetime am Mittwoch. Wir alle machen Pause für Weihnachten und so. Ich streame trotzdem Madden Power Hour am Donnerstag und dann ist es dann fürs Wochenende gut. Verbringt die Zeit mit euren Familien. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, wenn ihr am Donnerstag nicht dabei seid. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wunderschöne Weihnachten. Wir sehen uns vor dem neuen Jahr. Also, falls ihr nicht drin sind, irgendwie auch einen guten Rutsch. Ich beende es damit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr seid die allerbesten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Streberle hat wieder Spaß gemacht. Jede Woche können wir Statistiken und alles mitnehmen. Es ist absolut top. Ich bedanke mich bei euch. Ihr seid die Besten. Ich küsse eure Augen. Und wie immer, tschö mit euch.